Naja, wie ist denn das, hebe ich ab, wenn ich W oder S drücke? S. Dann gehst du nach hinten, denn. Mit den Klappen hoch gehe ich dann. Ja, beim Ja, Starten doch, ist genau, S. wenn ich darüber nachdenke, ist, klingt das halbwegs logisch. Alter, was mit ihm? Ja, ich bin in der Luft. So, dann bis später. Jo. Hallo. Channel switched. Hallöchen. Hallöchen. Bist du uns zugeteilt, Dolph? Natürlich. Nice. Na mies, du bist nicht korrupt. Den Eis werde ich vielleicht noch dazu bekommen. Erst nur Anwärter. Wir können mit dem machen, was wir wollen. Nein. Wer meldet das dann? Der hat so Beziehungen zur Führung. Ja. Wo soll ich spawnen? Highway Checkpoint Sofia. Alles klar. Oh, da habe ich ja, Dolph, das sollte jetzt nicht heißen, dass ich korrupt bin, ne? Ist mir doch scheißegal. Ja, ich weiß. Muss immer ein paar Korrupte geben, das wissen wir ja alle. Genau. So. Ach ja, ich muss mich nicht neu ausstatten, das ist schon mal gut. Buddy entered your channel. Habe ich jetzt alles, jo. Das waren. 170 will die 100 kommen. Buddy left your channel. Ich hätte die 100, bitte mal zur Eisenmine kommen. Liebe Leitstelle, wir sind gerade kurz vor außerhalb Schrottplatz. Müssen wir wirklich? Ja, ne? Positiv, wenn ihr seid die nächstgelegene Einheit an der Eisenmine kommen. Alles klärchen. Naja, das meine ist ganz richtig, aber gut. Alter, Mel, dieser, das ist so der Oberspasti. Obwohl, das war so typisch Mel eigentlich. Ja, ja. Das war typisch. Burn geht halt auch voll drauf ein. Der natürlich. Fickt. Muss ich auch. So, Highway Patrol Sofia. Hast du schon ein Auto ausgepackt? Natürlich. Und hast du auch schon Repackets da drin? Nee. Hast du Repackets dabei? Ich habe, glaube ich, eins dabei. Und da unser sehr verehrter Anwärter hier fahren darf. Nö, ein Scheiß, du, ich fahre keine Sportlimo. keine Sportlimo. Warst du ein bisschen was? Wenn es eine normale Limo ist, dann fahre ich das, warte. Lass mich mal einsteigen. Ist vielleicht mega. Ich möchte nur sagen, ja. Von wegen, wenn es eine Sportlimo ist, dann brauchen wir mal erstmal 10 Repair-Kisten, bitte da drin. So kostet das Zeug denn? Die sind nicht billig. Kauf mal 4. Sollte für den ersten Abschnitt reichen. Was hast du für eine Waffe? Ich? Golf. Spar 16. Willst du eine MX haben? Nee, lass sein. Ich hab schon 4 Leute mit dem Ding weggeholt. 460 für die 100, komm. Hier, die 100 begibt mich auch mal zur Eisenmine. Ich weiß nicht, wovon schneller da ist. Die sind beide ungefähr gleich weit weg, komm. So verstanden, dass das sein muss. Warte. Die 100, ich hab's gesagt, also muss es so sein. Komm. So verstanden. Ach komm schon. Du musst aufmachen, ne? Nicht zumachen. Eisenmine. Was ist denn bei der Eisenmine los, ey? So. War gerade eben irgendwas über Schusswechsel angekündigt, aber mehr weiß ich auch nicht. Hat jemand was dagegen, wenn ich streame? Nee, kann's gerne machen. Gut. Ja, ab jetzt muss ich zusammenreißen. Buddy. Kommt viel authentischer, wenn ich das nicht tue. Ja, das stimmt wohl. Lol. Hier die 100, die Flüchtigen fliehen gerade mit 2 Offroadern von der Eisenmine. Komm. Welche Richtung? Beziehungsweise, ja, Ende. So verlaufenden. Ja, was sind die Farben der Fahrzeuge gekommen? Einer war chrom, einer war dunkel, komm. So verstanden, in welche Richtung fliegen die Herrschaften? Kann ich das gleich durchgeben? Ich kann mit der Jester nicht in der Luft stehen bleiben. So verstanden. Ende. Kann uns doch wohl die Richtung sagen, was ist los mit ihm? An sich schon, ne? Ja. So, Atira. Ich hab Lex, wie scheiße.
Ah, jetzt geht's wieder. Hier, die 100 sind noch vor Ort. 100 Ende. Tja. So viel zum Thema Flüchten. Ja, ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich ihm durchsage, ob er denn mal ob man eine Brille bräuchte, aber. Nee. Nein, da kommt wieder zu viel Gefunke im Side. Im Whisper. Das ist egal. Das ist besonders wüsstest, gut, wenn man dann plötzlich einen Einsatz hat. Ja, vorhin, ich musste voll mute gehen, damit ich RP führen kann, weil die so 10 Minuten am Stück gewhispert haben. Super. War gar nicht lustig. Boah, der war knapp. Das war close. Ja. Ich glaube, die sollten wir mal hops hinten ein bisschen Schutzgeld geben lassen. Ja. Ja, gut, springt bestimmt was 10% ab. 10% der Lade. Genau. Eine angemessene Berechnung, finde ich. Die dürfen uns dann gerne eine private Nachricht zukommen lassen, falls was passiert. Aber wir garantieren trotzdem nicht. Die wir da garantiert ignorieren. Ja, das Geld muss natürlich im Voraus bezahlt werden. Genau. Richtig. Genau. Wenn wir die Leute dann hops nehmen, wie die ausgeraubt haben, dann. 170 für die 100 kommen. Ich 170, 170, komm! Hier die 100. Ihr könnt am Anschlag nichts fortsetzen. Der Medic ist schon eingetroffen. Hier ist offenbar schon alles gelaufen. Komm, gleiches Glück wie 160, komm. Was mit dem? Oh, verstanden! Was ein Spasti, Alter. Lässt er uns hier langfahren? Dann jetzt können wir wieder zurückfahren. Wir können an sich bis Attira durchfahren. Unsere Streife geht bis da, wenn wir schon auf dem Weg sind. Da ist 160. Für die 100, komm. 160 hört. Hier die 100. Fahr da trotzdem nochmal hin und fragt mal die Herren, ob die vielleicht noch eine Zeugenaussage machen wollen oder irgendwas. Und der Medic rennt da rum und stellt hauchweise Leute auf. Komm. So verstanden. Kommst. 100 Ende. So, ja, ihr dürft auch. Ab jetzt dürft ihr gerne funken. Was ist los mit diesem Klaus van der Wand? Beim Einbruch in ein Haus gesehen. Versuchst du ja unbedingt was rauszukriegen, oder was? Level 3 beim Reparieren. Okay. Boah, ich bin der Boss. Im Fahrradschein lohnt sich richtig. Jetzt krieg ich richtig viel Cash. Warum im Fahr nicht? Das musst du nicht so oft reparieren. Naja, man repariert ja auch schon mal so für seine Vorgesetzten, ne? Ja, gut. Aber da ist wohl was dran. Mhm. Da ja keiner von euch wollte, müsst ihr halt damit leben. So einer darf Navi spielen außerdem. Wohin will sie denn? Ja, rechts. Ja. Jetzt geradeaus, genau. Und dann die Straße praktisch komplett durchfahren. Okay. Oh, jetzt ist eine richtig schöne Allee. Ja. Jetzt wird hier wieder abgestumpft. Ruin und so. Weil ich hier alle jetzt keine hier vernünftigen genau. Und durchfahren. Und jetzt haben wir es gleich rechts. Jetzt liegt auf der rechten Seite. Guten Tag, einmal bitte die Waffenholz dann. Ich kann das erklären, ja, wenn Sie das wollen. Ach, Sie gehen da, Sie gehen da. Hubert! NC, ja genau, ich wusste es doch. Guck mal, ich kann hier das die Luft. Diese Person, die hier liegt, vor uns, ist ein Schwerverbrecher, der immer hier an der Eisenmine. Immer ein bisschen weiter den Berg hoch. Ja, genau. Ich versuche dann nach unten ein bisschen zu sichern. Auf der Green? Ja, das ist sehr nett von Ihnen. Bitte? Ja, Herr Müller. Mikrofon muted. Eine Eingebung sagt mir, dass ich die Leute gerne wiederbeleben würde, aber sie lieber wiederbeleben würde, wenn sie gefesselt wären. Ja, das klären wir jetzt gleich mal mit meinem Vorgesetzten, dem Herrn Dexter, der da hinten steht. Der hat ja gerade noch die Unterhaltung und danach machen wir das Ganze. Und ist direkt auf den Herrn da losgegangen und hat ihn erschossen. Auf diesen hier. Ignoriert mich einfach kurz, ich bin was am Testen. Jo, haben wir so verstanden. Ja, bitte? Also einmal die Herren hier auf. Jo, bitte. Kann ich helfen? Ja.
Alles gut bei Ihnen? Alles bestens, ich muss mich nur kurz hinsetzen. Alles klar. Den hatten sie schon mal aufgestellt. Also den hatten sie schon mal... Immer so schade, wenn Leute sterben müssen. Ja, das finde ich auch in der Tat. Aber, ja, einige haben es ja wohl hier drauf abgesehen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich habe nichts damit zu tun. Sie sind hier nur zum, ja, zum Eisenschlagen sozusagen. Das ist doch fast schon ein Fall für den Bürgermeister, wenn ich mich nicht irre. Ja. Bitte? Nein, ihr sitzt einfach nur auf der Straße. Ah, okay. Na gut. Seien Sie vorsichtig mit der auf der Straße sitzen, das kann ganz schön gefährlich laufen. Hört er zu Ihnen? Ja, eigentlich ist das ganz schön gefährlich, aber. Ist ja keine Straße. Ich nehme jetzt mal den Typen hier fest, ne? Nur zur Info. Alles klar. Du wirst geaimt. Dexter für 100, komm. Dexter hört. Hier die 100, bitte im RHQ alleine einfinden. Sie bekommen einen neuen Streifenpartner, komm. Hallo? Mann. So verstanden. Hier die 100, Ende. Eisbär, da rennt einer zu dir hoch. Erstmal hier ausrauben, ne, und dann noch... Okay. Genau, so User was moved out of your channel. 170 und 120, bitte mal ein klein wenig an die Vorbildfunktion denken, danke. Microphone muted. Microphone activated. Kollegen, können Sie den Herrn mal bitte festnehmen? Meine Handschellen funktionieren gerade nicht. Ja, ich versuche mein Bestes. Wir müssen sie mal ölen. Ja. Wissen Sie, was Hubert. Die Jungs mit mir gemacht haben? Entspannen Sie sich kurz, der Herr. Hubert. Ich ruste aus hier. Ja. Meine funktionieren leider auch nicht. Komm mal mit. Ja. Komm mal mit. Was? Ja, komm mal mit. Ich muss dir was erzählen. Mein Haus wird 100 an alle. Wer durchsucht hier irgendein Haus? Bitte? Okay, vergesst das. Das war wohl der Supporter. Ende. Ja, bitteschön. Warten Sie mal kurz. Hallo? Herr Dexter, meine funktionieren leider auch nicht. Wie bitte? Soll ich sie mal ausprobieren? Was? Ich kapier nichts. Wir können sie gerade nicht verarbeiten. Ja, das ist klar. Das jetzt geht's. So. Ja, die Jungs rauben mich aus. Schießen mir beide Netz. Und ich werde festgenommen. Was ist das denn hier? Du hast mich umgeschossen. Sei leise, du hast mich zweimal umgeschossen, Mensch. Jetzt sei ruhig hier. Doch nicht so. Aber werden sie mal nicht so cholerisch hier. Der Herr, sie wollen mal kurz, mir ist hier zu stressig. Ja, kommen Sie mal. Hier ist mir zu. Der Herr von Polizist. Mann, Alter, dieser scheiß Entzickler macht mich wütend hier. Also, wir sind Personenschützer, ne? Und wir haben als hier den Auftrag, den Schrottplatz zu überwachen. Und jetzt, wenn wir so ein Subjektleben fangen, können wir das am Polizei-HQ abgeben. So, was gibt's? Wenn eindeutig ist, dass der eine Straftat, also wenn sie es nachweisen können, alles, dass sie nicht jemanden einfach quasi Freiheitsberaubung an ihm begangen haben, ohne triftigen Grund, dann dürfen sie das gerne tun. Ansonsten müssen sie natürlich auch mit rechtlichen Konsequenzen. Ja. Natürlich. Also das können sie machen, aber bitte auch nicht einfach dann in die Polizeistation reinlaufen oder so. Am besten dann per SMS vorher die Polizei informieren. Natürlich, okay. Dann bedanke ich mich, war sehr aufklärungsreich Ihr Gespräch. Genau. Mit wem habe ich jetzt gerade gesprochen? Nur so für die Akten, damit ich das vermerken kann. Alles klar. Herr Chill. Hier mein Ausweis. Ja, danke. 120 für die 100, komm. So, jetzt haben Sie meinen auch kurz gesehen. Wie die 100 einmal reinlassen, aber da steigt eine Party. Genau. Regen oder Kriegen? Ich habe euch gerade eingeladen. Krieg gleich Verstärkung, komm. Ah, Herr Kriegen. Genau. Also verstanden, sind unterwegs. Komm. Okay, gut. Dann ja, wünsche ich Ihnen noch einen ruhigeren Tag, sagen wir es mal so. Gut. Die 150 für die 100, komm. Okay. Brauchen Sie mich noch oder kann ich gehen? Am besten gehen wir aber einmal von der Straße zumindest. Hier die 100, sobald der Herr Kingston den Herrn Dexter eingesammelt hat, auch zum Marihuana-Verarbeiter. Komm. Ja, so verstanden. Beruhigungsmittel, aber die haben sie, glaube ich. Die 100, beeilt euch, da ist glaube ich schon ein LKW weggefahren, da steht aber noch ein Tempest. Also, hopp, 100 Ende.
Ja, ja, aber die will ich jetzt nicht einsetzen. Verstehen Sie bestimmt. Nee, weil ich reagiere auch allergisch drauf. Ich renne dann immer schreien zu meinem Auto und bretter ganz schnell weg. Ja, ja. Geschossen sicher wird. Ist sicher. Nee, aber soweit nicht. Bleiallergie. Wenn ich sie brauche, melde ich mich nochmal bei Ihnen. Wunderbar, ich habe zu danken. Jo. So, also Sie sagen, der Herr wurde überfallen, ja? Ja, also der Herr, den Sie jetzt gerade in Ihrem Auto haben, der wurde von denen überfallen und dann wird ausgenommen, sagen wir jetzt mal so. Der Helmet gehört zu mir. Ja, warte mal kurz. Da ist nichts drin, außer Essen. Deckstand muten. Herr Dolph, Sie müssen das mal übernehmen. Ich muss hier, ne, weg. Irgendwie. Okay, ja gut, weiß ich Bescheid. Das ist aber ein schickes Mobil. Bing, bing, bing. So, wer war denn jetzt der Herr hier gerade? Sie wurden festgenommen? Nee. Bitte? Ja, also in der Sportlimousine. Dolph, da sitzt noch einer bei euch im Auto, nur zur Info. Ah, okay. Ja gut, dann klären wir das. Sie waren aber auch beteiligt, oder? An der ganzen Geschichte? Der wurde angeblich überfallen von der N10, oder dass ihr Bescheid wisst. Okay. Okay. Ich würde vorschlagen, geben Sie mir kurz Ihren Personalausweis, dann nehme ich das auf und falls dann noch Rückfragen kommen, werden wir Sie wieder kontaktieren. Okay, Herr Schmidt, alles klar. Okay, gut, dann nehme ich das so auf, dass Sie Aussage machen könnten zu dieser Problematik und wenn dann noch Fragen aufkommen, dann kontaktieren wir Sie. Ja, okay. Alles klar. Gut, dann bleiben Sie sauber und ja, hoffentlich dann einen ruhigeren Tag. Ich bin ja schon dreckig vom Farm, aber... Ja, also nur vom Farm, das wäre ja okay. Alles andere, bleihaltige Luft braucht da keiner. Nö, nee, das stimmt allerdings. Ich wollte auch nicht zurückschießen, sonst hätte ich auch die AA-Karte. Und, ja. Erstens, ja. Ich alleine würde das eh nicht schaffen, gegen 4 oder 5. Also, das ist eigentlich... Na gut, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienst. Und Kaffee, Donut essen, trinken. Dings. Was wollen Sie, bitte? Donut. Hält gerade von Lust drauf. Haben Sie einen für mich, zufällig? Den habe ich leider nicht dabei. Ich kann Ihnen nur ein bisschen Speck anbieten. Speck. Ich bin nicht so der Speck von Lust. Okay. Ja, nee, mit Donuts kann ich Ihnen leider momentan nicht. Okay. Das haben Sie gesagt. Na gut, alles klar. Dann gehe ich mal den Kollegen einsammeln. Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Ja, ebenso. Danke, tschö. Südpol, meine ich. Südpol. Ah, ja, ja. Aha, ja. Stimmt. Sie sehen auch ganz südländisch aus. Herr Kollege. Mhm, ja, ja. Wir haben ja noch jemanden im Auto sitzen. Ich denke mal, den müssten wir dann mal um uns den befassen. Ja gut. Dann wünsche ich den Herrn noch einen sehr angenehmen Tag. Und schöne Unterhaltung hier. Jo. Wiedersehen. Werden wir haben. Auf Wiedersehen. Tü-tü. Ich hoffe, man sieht sich bei lieben Sachen wieder. Beim Tee oder so mal. Ne? Ja, ja. Ich bin eher so der Kaffeetyp. Ja. Ja, ist Kaffee auch super, ist beides gut. Lecker. Kaffee immer gut. Können Sie mir Förster was davon erzählen? Er trinkt ja immer seine 30 Espresso am Tag. Ja, die braucht er auch, sonst wird er unruhig. 30 Espressos und dann noch zu nur 80 Donuts. So kenne ich den Herr Förster. Und was mit Red Bull? Da ist Kaffee auch, ja. Das macht schnell abhängig. Ja. Keine Ahnung, was ich auf ihn. Ich gehe schon mal mich um den Herrn kümmern. Machen Sie es gut, ne? Alles klar, dann viel Erfolg bei Ihren Tätigkeiten. Danke. Wiedersehen. Ja, natürlich, danke. Wir sind für die Gerechtigkeit. Mikrofon activated. Muss auch rennen.
Ach ja, ist aber schön. Wen haben wir denn da konkret im Auto sitzen? Weiß ich gerade, um ehrlich zu kam ja nur jetzt vom Buddy, dass er da einen reingesetzt hat. Mikrofon. Guten Tag, der Herr. Und warum nehmen Sie mich jetzt fest? Ich wurde überfallen. Ich wurde in die Beine geschossen. Ja, zur Aufklärung des Tatverhaltes nehmen wir Sie einfach mit, weil wir auch zu Ihrer eigenen Sicherung uns gedacht haben, dass es besser ist, wenn wir das mit Ihnen auf der Wache klären. Was ist mit meinem Auto? Ja, das... Die knacken bestimmt mein Auto. Da ist noch ein Ring von meiner... Ich wollte meine Frau... Ja, das lassen wir professionell einschmelzen. Das ist gar kein Problem. Das kriegen sie irgendwann wieder, so einen kleinen handlichen Würfel. Nein, der Ring ist einzigartig, den habe ich hergestellt. Ein Ring, um sie zu knechten, heißt das doch. Was? Nein, ich wollte meiner Frau einen Ring schenken, reicht. Ja gut, ich meine, wenn wir das eingeschmolzen haben, dann... Und dachte er... Scheidkosten irgendwie da geltend machen. Ja, aber was wenn... Die ja, knacken bestimmt mein Auto. Ja, ich dachte... Wenn mein Ring da weg ist, ne? Dann werden die auch nicht... Also, wir finden bestimmt im Polizeiakku den nächsten Kaugummi-Automaten, dann können sie dann einen neuen holen. Wollen sie mich gerade hier verarschen? Machen sie sich gerade über mich lustig? Nein, natürlich nicht. Das würde ich nie tun. Wie kommt's gerade so vor? Da haben sie sich aber getäuscht. User disconnected from your channel. Activated. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt mit ihm machen sollen. Auch nicht. Ich würde sagen, wir klären einfach den Sachverhalt, nehmen das als Anzeige auf und dann lassen wir den wieder gehen, weil ja, die anderen haben ihn ja abgeknallt. Mhm. Vielleicht vorsichtshalber würde ich ihm die Magazine noch wegnehmen Anwalt oder bestellen. So. Ja. Ja, wir machen komplette Kontrolle und dann gucken wir das Ganze an. Ja. Also, ja, wir wollen ja nur den Sachverhalt klären. Sie können natürlich einen Anwalt anrufen, aber also bis jetzt haben wir... Keine Anhaltspunkte, dass wir sagen würden, sie brauchen unbedingt jemanden. Okay. Komm mal ins Erdbeer. Bußgeld bezahle ich schon mal nicht, ne? Dann hole ich lieber meinen Anwalt. Ich. Ja, das ist ja, aber genau. Das ist aber eine Einstellung, okay, also bitte. Hallo, ich weiß gerade im MP. Sie wissen, Sie können das Bußgeld auch hier abputzen, ne? Microphone activated. Microphone muted. Sie können das Bußgeld auch hier abputzen, also so einfach mal 200 Stunden Latrinendienst oder so. Nee, das mache ich auch nicht. Okay, gut. So, da wir momentan erstmal keinen konkreten Tatverdacht haben, lassen wir sie jetzt erstmal frei, in der Hoffnung, dass sie nichts Dummes machen, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben sie jetzt auch noch nicht so richtig festgenommen, diente nur gerade ihrer eigenen Sicherheit. Okay. Würde sofort wegstecken. Trotzdem bitten, die Waffe einmal wegzustecken. Am besten in den Rucksack. Einmal reinkommen. Super. So. Würden Sie uns mal gerade gerne Ihre Geschichte erzählen? Ja, also ich habe gerade für einen Freund Personenschutz gemacht. Ne? Und wie ist denn Ihr Freund? Tombo heißt bevor der. Wir hier weitermachen, würde ja, ich mal Tombo. Empfehlen, weil ich den Personen immer gerne in die Augen gucke, können sie doch mal hier von ihrem Gesicht diesen komischen Schal machen, so dreckig ist es hier drin ja nicht. Okay. Viel besser, danke. Haben Sie denn einen Vornamen dazu? Oder ist das der Vorname? Moment, ich muss nochmal nachfragen. Er heißt Tombo Schmidt. Alles klar, danke schön. Dann macht mein Kollege gerade weiter.
Wie bitte? Okay, ja, ich übernehme mal ganz kurz für meinen Kollegen hier. Also, Sie sagen, Sie haben Personenschutz geleistet. Und was ist dann passiert? Ja. Also, dann ist ein Mann gekommen, hat gesagt, sofort runter, sonst erschieße ich dich. Da habe ich gesagt, nee, das lasse ich mir ja nicht gefallen, ne? Würden Sie ja auch, glaube ich, nicht machen. Weiß ich nicht. Ja, dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich mache gerade hier Personenschutz und ich lasse mich doch nicht von einem hier auf die Knie zwingen, ne? Dann sagt er, ja, dann wirst du halt abgeschossen. Dann sage ich, nee, von dir oder was? Und dann war ich auf einmal ohnmächtig. Mir wurde vielleicht eine rübergehauen, aber ich habe Schüsse gehört und dann... mehr weiß ich nicht. Okay, also... Haben Sie sich denn mit der Schusswaffe verteidigt? Also haben Sie auf andere Ja, habe ich. Ich habe noch einen Schuss abgegeben davor, also in seinem Knie. Aber das hat nicht gereicht und ja, dann wurde ich, glaube okay. ich... Also, Sie haben zuerst geschossen? So. Nein, ich habe nicht zuerst geschossen. Ich habe Schüsse gehört, dann habe ich ihn versucht, noch auch in die Ohnmacht zu schießen. Und hat nicht so gut geklappt, sondern ja, wurde ich ohnmächtig. Mehr weiß ich nicht. Dann wurde ich von dem lieben Medic wieder auf die Beine gestellt. Und dann haben die wieder auf mich geschossen. Dann habe ich auf einen ins Gesicht geschossen und ich weiß nicht, ob er tot ist oder wieder lebt. Ja. Und dann war ich wieder ohnmächtig. Und ja, also nachdem mich der Medic wieder belebt hat oder halt... ja, wiederbelebt hat, da wurde direkt auf mich geschossen. Ich weiß nicht warum, aber ja, dann habe ich wenigstens noch einen mitgenommen. Okay. Ja gut, das ist natürlich unschön. Ihr Kollege, den Sie beschützt haben, was ist denn mit dem passiert in der Zeit? Ich weiß nicht, also ich war ja ohnmächtig, wie gesagt. Er hat mir erzählt, dass er vielleicht, ich glaube, ausgeraubt wurde oder so. Weiß ich, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ich war ja ohnmächtig. Okay, aber haben Sie denn noch die Möglichkeit, Ihren Kollegen hinzuzuziehen, irgendwie Telefonnummer, SMS, sonst noch irgendwas, der Ihre Geschichte bestätigen könnte? Ja, ich rufe ihn einmal kurz an. Ja, da können Sie hier, gehen Sie hinter den Schreibtisch, da können Sie das Telefon nutzen. Ja, der Tombo kann kommen. Ja, der kommt gleich. Okay, gut. Also, wir gehen ja jetzt hiervon aus, dass es eine klare Drohung von den anderen Herren war, Ihnen gegenüber. Jetzt haben wir die Aussage der anderen. Also, Sie haben ja geschildert, dass es eigentlich eine klare Drohung war, die Ihnen gegenüber ausgesprochen worden ist. Genau. Okay, wir haben jetzt widersprüchliche Aussagen hier, und zwar ist es so, dass die Herren gesagt haben, die haben Personenschutz geleistet und, ja, also sie wären der Aggressor gewesen. Nee, das glaube ich nicht. Das, die waren ersten, da war niemand, nur ich, mein Kollege. Ich weiß nicht, für wen die Personenschutz leisten wollten, für vielleicht einen Stein oder so. Aber ich und mein Freund waren da, dann sind zwei Leute auf uns zugekommen und einer war das, hat gesagt, ja, Waffe auf dem Boden, sonst sind sie leider tot. Da habe ich gesagt, nee. Und ja, dann die Story halt. Also okay. die waren mit also, einem SUV da, schwarz, und noch im Geländewagen. Zur Klärung, die sind quasi direkt rausgesprungen und hatten aber auch Waffen in der Hand, ja? Oder kam nur eine einzelne Person an und hat gesagt, legen Sie die Waffe auf den Boden? Eine einzige Person mit einer, ich glaube, AK-47 hat mich bedroht und anscheinend waren irgendwo oben auf dem Berg noch andere Personen aufgestellt, weil, ja. Okay, gut. Ja, ich habe das soweit aufgenommen. Ich würde jetzt noch vorschlagen, dann warten wir auf Ihren Kollegen, der dann hoffentlich Ihre Aussage so schildert und deckend schildert. 170 für 100 kommen, bitte.
Dann wäre das zumindest von unserer Seite aus erstmal erledigt. Dann würden wir sie aber trotzdem noch sehen. Am Heroin steigt wohl gleich eine Party mit mehreren Fahrzeugen. Die passende Lizenz für die Waffe, die wir eben gesehen haben, vorzulegen. Und wir müssten sie dann standardmäßig natürlich noch einmal überprüfen, ob sie irgendwelche Gegenstände an sich tragen, die sie nicht an sich tragen dürften. Alles gleich in so verstanden, Ende. Ja, gucken Sie mal rein. Ja, machen wir gleich alles. Jetzt rennt nochmal entspannt. 160 für die 100. Ja, da war ja noch ein anderer Freund von mir. Die 100 mir hat da mitgehört, glaub, der, ja, wenn uns ich glaube, der ist später dazu gekommen, der heißt die 100, so verstanden, 100 Ende. Hubert Müller oder so, aber ich weiß nicht, ob er kommen kann. Ich glaube, der ist beschäftigt. Naja, was ist jetzt los? Hallöchen. Also, wir haben momentan ein Gerät und ein Hammett, was gerade zur Heroinplantage gefahren ist. Mhm. Wir machen das, lassen es einfach so, der kann gehen, wir gehen jetzt zum Heroinverarbeiter und ihr könnt ruhig noch ich würde vorschlagen, ja? dann soll er noch die ganzen Magazine auf den Boden legen, dann sammeln wir die einen, dann ist er nicht mehr so gefährlich, oder? Ja, Waffe kann er behalten, Magazine. Okay. Lass mal, dann passt das. Okay. Wir haben Mikrofon muted. Hier jetzt gerade mal kurz intern besprochen, die Aussagen verglichen. Wir würden Ihnen jetzt vorschlagen, dass wir Ihnen eine Verwarnung aussprechen. Aber zu Ihrer eigenen und unserer Sicherheit würden wir Sie bitten, alle Magazine, die Sie von der Hauptwaffe, die Sie hat, eben in der Hand hatten, auf den Boden zu legen. Die würden wir konfiszieren. Aber damit dürften Sie dann auch gehen. Alle Magazine bitte. Und die werden dann abgedreht. Die Waffe dürfen Sie behalten. Die Waffe dürfen sie behalten, nicht, alles andere dürfen sie auch behalten. Moment. Wir sind in der Zwischenzeit was passiert, wo ich nicht da war. In der Dreiviertelstunde. Großartig. Und auf wann hast du jetzt mitgekriegt, was wir jetzt machen? Ja, das ja. Super. Und davor? Nö, gar nichts. War eine ruhige Geschichte anscheinend. Okay. Gerne machen gerade noch ein Raid. Da war ich in der richtigen Zeit, war ich dann essen. Ich glaube, das waren alle, sonst war tatsächlich recht ruhig. Hab alles ich keine gesehen in meinem Rucksack. So dann sammle ich die mal schnell auf. Das ist halt echt nicht einfach. Mit mir kommen und genau, gehen sie dann auch hier auch ja, wir können gerne Zugriff machen, bekommen Verstärkung an der Verarbeitung. Also soll dann mein Zeuge nicht kommen? Der kann sie vielleicht abholen und zu ihrem Fahrzeug fahren. Aber ich sag Ihnen direkt, wenn sie zu ihrem Fahrzeug fahren und die anderen... Und die anderen Herren noch da sein sollten, dann sind sie wirklich nur dazu da, um das Fahrzeug zu holen, nicht um da neuen Stress anzufangen. Ne? Wissen sie ganz genau, so, dass sie das Gesetzbuch des Bürgermeisters auch so vor. Ja, bitte. Ja, hab ich schon gegeben. Könnte ich Anzeige machen? Die haben wir auch schon so aufgenommen, weil es sind ja zwei widersprüchliche Aussagen. Einmal von den Herren, die haben sie beschuldigt und sie haben die Herren beschuldigt. Also die haben wir uns auch gemerkt. Wir haben auch die Personalausweise von denen erfasst. Herr Polizist, das ist ja nicht das erste Mal, was vorgefallen ist. Ich und mein Kollege, der ist gerade nicht da. Hä? Ich glaube, der schläft gerade oder macht was mit seiner Frau. Wir wurden so oft schon überfallen von den Leuten, ne? Wir konnten uns nicht mal wehren. Und wir wurden so. Sie glauben gar nicht, ich wollte Geld sammeln. Okay. passen Sie auf, wir machen das so. Wie wäre es, wenn Sie mir gleich einfach ein Schriftstück reinreichen? Das reicht auch per SMS. Auch. Ich stecke Ihnen mal meine Nummer zu. Da listen Sie bitte den Namen der Herrschaften auf, Ihre Beschwerde, weil wir haben jetzt den nächsten Einsatz und dann werden wir denen nachgehen. Was halten Sie davon? Und Bern hat auch gerade einen Dummheit gemacht. Ja, machen wir. Können wir so verbleiben? Alles klar. Nein, weil wir machen jetzt Ihnen kurz meine Nummer. Ja. Und dann muss ich euch halt davon. Ja, und reinigen. Hier sie auch, damit sie wissen, dass ich. Okay. Ja. Body was moved gut, da steht ja mein. Gut. Also, wir müssen los. Ich bitte sie dann sofort das Gelände hier zu verlassen, ja? Dankeschön. Ja, machen wir. Aber jemand muss noch die Tür aufmachen. Egal. Machen wir. Kann ich selber bloß. Ja, dann sind wir im Drogenraid. Ja, was soll ich machen? Alter, ihr werdet es wohl geschissen bekommen, Mädels. Warum macht denn kein anderer? Leitstelle. Warum sind wir so wenig Cops? Gerade. Kann ich dir nur sagen. User left your channel. Okay. Wie geht notfalls unterstütze ich dich gleich dabei. So, ich brauche mal kurz ein Sitrap. Was ist jetzt Sache? Wir Marihuana-Verarbeitung. Wir haben ein Gerät und ein Hammett. Ja. Heroin. Die gerade
Heroin, ja. Jungs, auf den Medicali wurde gerade Warnschüsse abgegeben. Ich mein Schwanzbörn. Ja, die sind gerade am Feld. Schüsse aus Katalaki. Die sehen ja schon einen Channel! Carlos ist ja nicht. Die, ja, sind gerade am Feld. Und wir wollen die am Verarbeiter hochnehmen. Das heißt, positioniert euch je nach Kaliber. Mhm. Das heißt, bis auf ich geht gleich alle näher ran. Ich hab 6,5. Melu hast auch 6,5, ne? Ich hab auch 6,5. Gut, dann ich hab 5,5,6er, also muss ich ganz nah ran. Okay, genau. Lars, das heißt, wir bleiben auf mittlere Distanz. Genau. Mittlere Distanz, 100 bis 200. Das genau. Will ich vorher dran sehen. Stelle von Feuerwehrleitstelle kommen. Schön. Oh, scheiße, hast du das Ding... Das bist du. Mhm. Oh. Ich hab's eingespeichert. Ich hab's nicht eingespeichert, ich hab nämlich gerade... Scheiße. ...gerade am Fahren. Ich hab's, glaube ich, eingespeichert. Polizeileitstelle von Feuerwehrleitstelle? Warte. Sind das die vor uns? Nee, ne? Soll ich, was sagen? Ja, bitte. Sag mir bitte, please hold the line. Was? Er sagt was! Ich hab grad die Taste suchen müssen, welches war. Verarsch mich doch nicht. Ich hab grad gewispert, aber bei mir, oder? Da ist es grad, ich spuck's grad auch wieder bei mir. Ja, und du hast? Ich hab auch. Soll ich noch oder nicht mehr? Ja, mach mir nochmal. Ich hab meins jetzt nicht reagiert. Hier, Feuerwehrleitstelle. Einsatz bei der Marihuana-Plantage, dort Sperrgebiet wurde aufgehoben, dennoch von einer ihrer Einsatzkraft Schusswechsel gemeldet. Kommen. Okay, was? Ja, verstanden. Kommen. Okay. Der in der Leitstelle sitzende Braun ohne Leitstelle fragt mal, wie ist jetzt gerade die Position bei euch da unten beim Raid? Geil. Ja, wir werden hier noch beschossen. Psst, so verstanden. Hebe dann die Leitstelle. Ja. Ja. Egal. Ich muss mich gerade aufs Fahren konzentrieren, sonst sterben wir gleich drei Leute. Na, Daniel? Psst. Oh Gott, geh weg. Na, Nils, alles gut. Das ist gar nicht unterwegs. Hab ich gesehen. Okay, seid ihr schon da? 7-1. Nee, wir sind gerade DP-14. Ja, 7 ja. Klicks. Was ist das mit dem Tank? Oh. Ich bin tot. Und Sperrzone aufgelöst. Was? Kommen. Alter. Wir sind tot. Wieso kriege ich immer über diese Drecks statt Lex? Mann. Ich glaube, Leitstelle wurde gerade angewispert. Habt ihr schon? So. Rufen wir die Feuerwehr? Ja, ne? Ja. So, ich werde das Auto noch ein Stückchen weiter hinten parken, dass wir da möglichst. Mhm. Ich mach gleich eine Markierung im Channel. Bin ich nie. Ist hier oben irgendwas? Nö, das ist nichts. Alles klar. Da kommt, so. da kommt das Gerät. Das Gerät ist da. Klappt ja alles ganz wunderbar! Genau. Okay, theoretisch sind es bloß zwei Leute. Bleib erstmal ein bisschen in Deckung. Ja, ich hab gerade nur gescrollt. Das erste Mal verkauft hat, machen wir Zugriff. Verkauft? Verarbeitet, Entschuldigung, ja. Leitstelle hier 150, bitte kommen. Leitstelle hört. Wir ziehen uns jetzt hier zurück, wir bräuchten nur noch einen Mediziner an meiner Position kommen. Wird durchgegeben, Leitstelle Ende. Wer hat das jetzt gerade gesagt? Das war ich. Nein, ich meine, wer braucht auch Hilfe von Midi? Marihuana. Dexter, hast du die drin, die Leitstelle? Ja, jetzt Medic? Schon, hoffe ich. Warte. Kann ich mal von Medic? Das? Ja. Na dann, voll frei. So, wie ist die Lage? Bin ein bisschen hinter dir. Eine ist jetzt gerade am Verarbeiten. Sie hat jetzt, ich glaube, jetzt das erste Mal verarbeitet.
Wie viele Leute sind da im Allgemeinen? Nur einer? Was ich gesehen habe, nur eine. Zwei Leute. Einer mit dem Geländewagen, einer mit dem. Weiß jemand, wo die Medics sind? Sind unterwegs. Kommt der zweite Helmet? Er wartet noch. Ich glaube, Medics sind jetzt gerade gelandet. Ihr seid noch. Wo seid ihr? DP14. So, das DP14. Alter, ihr seid noch mega weit weg. Ja, wir sind halt gegen. Okay. Notiz Orca von oben. Alternativ könnten wir das mit der Straßensperre machen. Alternativ rückt von DP14, sobald ihr wieder lebt, runter zum Drogenhändler. Ja. Wir werden in nach Möglichkeit sicherer Position warten. Okay, der Orca landet und lässt auf dem Berg jemanden raus. Fuck. Das ist irgendeine Gruppe. Überfälle, das ist bestimmt ein Überfall. Wer überfällt denn bitte am Verarbeiter? Viele, macht das keinen Sinn. Natürlich, das macht großen Sinn. Der Orca hat 400 Platz, das sind beide Dinger. Ja gut. Macht sogar sehr viel Sinn. Jeder, der überfällt am Ding. Hab ich auch mal gemacht. Fuck. Wenn der mich nicht gesehen hat, ist er mehr als blind. Der spottet. Gut, dann rückt lieber ab. Der landet genau vor uns. Das will ja uns auch schnell beleben, Mann. Sag das bitte dem Mann. Die verarbeiten wir weiter. Medic, hopp. Ja, jetzt hebt er wieder ein Stück ab. 100%ig Spotter. Wer wispert denn da die ganze Zeit? Keine Ahnung. Das ist einer aus Feuerwehrleit, die wollen. Wie gesagt, sobald ihr wieder lebt, ab zum Drogenhändler. Wir werden hier verharren. Leider. Könnte vielleicht sein, dass sie wen rausgelassen haben. Nee, die spotten. Natürlich spotten die, aber es kann sein, weil die eben so weit unten waren, dass die zwei Leute rausgelassen haben. Einen oben auf dem Berg und einen hier unten. Das wird eine heiße Geschichte. Was macht denn der Medic? Gunther. Wie gesagt, noch stehen beide hier, also alles super. Ja, gerade mal auch gerade als Passagier einsteigen, bitte. Dann kann. Ich muss auch noch wiederbelebt werden. Wäre nett. Ich sitze noch hinten drin. Komm mal gerade ins Fahrzeug als. Hallo. Was? Ich? Fahrzeug als Passagier. Der wartet, bis sie abgerückt sind. Ach, jetzt liege ich draußen. Mhm. Hast du gesehen, wie viele Personen da drin sind? Mhm. Auf der anderen Seite bitte noch einmal. Leider nicht. Das ist das Problem am Orca, der ist schön gut getarnt. Hier liegt hier rechts Signal daneben am Auto. Und Armagard neu anziehen. Nicht gucken. Der ist in der besten Position, um uns sofort aufzudecken. Also nicht gucken. Da habe ich das gerade richtig blitzen sehen oder habe ich mich geirrt? Aber bitte sag mir, dass ich mich geirrt habe. Soll ich das Auto auf die Seite fahren schon? Ja, mach mal bitte. Hey, wake up. Okay. Geh weg. Super, das ist Hero. Leute... Gut. Es ist Ruth. Naja. Ist das die Ruth bei euch? Ja, anscheinend ist der Ocker Ruth. Super. Die haben die schon gespottet. Die Polizei, ne? Ruth sind relativ neutral bis freundlich. Ja, wenn die wirklich ballern wollen, die dann sagen die voll Bescheid. Reifen, Achtung. Schönen guten Tag, Herr. Vielen Dank. Mikrofon muted. Vielen Dank. Alles gut bei Ihnen? Ja, soweit schon.
Ja. Die haben für uns gespawnt. Ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Der Kollege ist ein bisschen komisch gefahren. Aber ich glaube, wir müssen auch weiter, sonst lassen sie mich noch hier stehen. Ich danke Ihnen trotzdem vielmals. Ja, beide bewegen sich. Alles klar. Wir warten noch kurz. Geh schon mal Richtung Auto hinten. Ich warte noch kurz, bis ich ein bisschen... Habe ich auf der Karte markiert. Okay. Könnt ihr Medic bitte mal sagen, dass wir mal ein bisschen pronto machen? Ja, wir müssen fertig jetzt. Wir können. Dann ab die Post zum Drogendealer. Ich habe einen Schlüssel für das Auto, ne? Immer noch. Ich auch nicht. Unsere Tangos sind aufgebrochen. Nee, Eisbär muss uns noch geben. Ich habe nichts, nein. Danke. So, ich brauche jetzt mal gerade Navi von euch, weil ich habe gerade keinen Plan, wo ich hinfahren muss. Südlich. Einfach geradeaus jetzt erstmal hier die... So weit weiß ich. Nee. Du fährst die Straße geradeaus und gleich Richtung. Links auf dem Feldweg. Hä? Oder wo fahren wir gerade hin? Zum Drogendealer? Drogendealer. So. Drogendealer welche? Na gerade im Sumpf oder? Im Sumpf. Geradeaus. Einfach geradeaus. Lass mich bitte fahren. Ich sag dir, wann du links abbiegen musst. Hier links? Noch weiter. Dann noch links nein, weiter, dann weiter, weiter. Rechts. Hier? Ja. Ja. So ist richtig. Das ist jetzt schön und geradeaus. Ja, da ist nur so ein silberner Offroad, aber der scheint leer zu sein. Der ist leer, der hat irgendjemand da mal abgestellt. Vielleicht zum Spotten so. Damals mal. Dann gleich wieder die nächste links runter. Grundsätzlich eine Sache musst du dir über die Armorphysik übrigens merken. Mhm. Niemals gerade, schräg ist besser. Merkst du? Und jetzt fährst du gerade einfach rechts. Grundlegend. Sowas ist okay. Versuch gerade was Passendes zu finden. Was macht ihr gerade? Wir sind gerade jetzt auch auf dem Weg zum Drogendealer und gucken, dass wir uns nicht erwischen lassen von denen. Also. Ist so, ich fahre hier nicht gerade durch. Eisbär, wir müssen irgendwo die Karre verstecken. Hier, da im Schilf vor uns. Mach im Schilf vor uns. Wir fahren erstmal ein Stück weiter. Hier genauso. Aus dem Sumpfschilf. Schräg okay, gerade nicht. Da ist ja genug Platz. Ja, gut, ein Stück weiter, weil... fährst du gerade auf dem geraden Weg, durch. Sondern irgendwie rechts außen rum. Ja. Ich würde hier rechts in diesem großen Büsch, im großen Schilf. Ja, da rechts irgendwo, weiter rechts. Ja, hier rechts jetzt, ja. Weiter rechts ist direkt der Weg immer noch rumgefahren. Ja. Ich fahr erstmal ein Stück näher ran, sonst müssen wir vielleicht so weit laufen. Ja, natürlich, wenn wir auch kommen. Scheiße. Und schönstes RP bitte, nicht, dass wir am Ende wieder, ne? Das Übliche. Mhm. Natürlich. Freundlich bis in den Tod. 340 Meter rechts von uns ist. Drogendealer. Also fahren wir geradeaus in den großen Busch da. Ja. Würde ich sagen. Ja. Aber da geht's nicht schneller. Es geht gerade nicht schneller. So, unsere Tangoretten sind irgendwo abgedampft. Oh, jetzt habe ich keinen Red Bull mehr. Habt ihr noch? Auch nicht. Ich hab. Scheiße. Noch. Ach nee, ich hab gar nichts. Alle Top Scheiße. Ne? Ja, wir sind gestorben und das ganze Zeug ist gedespawnt. Ah. Ich spring gleich ab, ne? So lange wie wir sind. Was denn jetzt hier? Das ist kein Problem, die brauchen sicherlich noch ein, zwei Minuten locker, bis die irgendwann bei euch sind. Wir sind bestimmt in 5 Minuten im nächsten Busch gelandet. Genau. Ich renn schon mal vor. Weil da gewisse Herrschaften meinen, sie müssten uns... Was? Weiter. Scheiße, die sehen uns hier. Musst du weiter reinfahren. Die fahren genau hier vorbei. Fahr in den nächsten oder so. Spring uns schon mal raus und positionier dich. Ich bin hier ein bisschen längere Distanz. Na komm. Ich überlege gerade, ob ich nochmal tanke. Scheiß drauf, volles Risiko. Wie macht ihr das eigentlich jetzt hier so? Dann werde ich noch nie dabei. Grundsätzlich, wir postieren uns möglichst drumherum, dass 3 von 4 Seiten mindestens abgedeckt sind. Mhm. Gucken, wie viele Personen es sind. Momentan haben wir 2 Leute gesehen, beide erstmal unbewaffnet. Mhm. Also Taser. Also natürlich Taser, definitiv. Mhm, okay. Und sobald die das erste Mal verkauft haben oder sobald die ausgestiegen sind und beim Schild sind zum Beispiel, zack, ordentlich sagen, hier, Police Department, Hände hoch, stillstehen, Liebe machen. Okay. Voll Liebe machen, ist wichtig. Und dann hält man das aber relativ kurz. Fragt, was die Herren hier bitte machen. Also ihr werdet redlich erzogen. So. Ja, genau, gut. Nach Möglichkeit recht freundlich. Ja. Und letztes Mal hat es auch super geklappt. Nur war Lars. Genau. Letztes Mal, als ich mit dir einen Raid gemacht habe, war super freundlich. Apropos, das war richtig nice. Da wurde verbaut das hier. Was sollten in eine Bewerbung rein, eurer Meinung nach? RP, ganz viel RP. Was als Polizist? Ja. Mhm.
Gut. Ja. Bei mir war es so, ich wurde direkt nach Praktikant gefragt, ob ich als so. Ding kommen will. Ich bin ja Praktikant, ich will mich jetzt bewerben, aber ich muss das machen, haben sie gesagt, ich muss mich bewerben. Ja, okay. Haben sie umgestellt, weil ansonsten alle nur Praktikanten sein wollten, weil sie keine Bewerbung mehr schreiben müssen. Ja, irgendwie logisch, ne? Ich hatte Lieg ich ja nicht sichtbar, bewerben. Sieht ihr mich? Im Kreis hier? Weiß nicht, wo seid. Es guckt, dass ihr so auf 50 Meter dran seid. Das wird schwer, weil hier fahren die überall durch. Ja. Das und, ist, übrigens, keiner guckt die Ware an. 60. Was ist eine Ware? Wenn die Autos nicht offen sind, knackt die Autos, fahrt die zum EHQ. Achso, ja. Knacken können wir eh nichts mehr, ne? Wir haben alles verloren. Okay, hab dann habe ich Dietriche dabei. Ich habe auch Dietriche dabei. Du brauchst noch einen. Ja, ey. Na, mal nicht, ja. Ich meine bloß nicht, dass ihr jetzt das Ding untersucht und die Schmuggelware konfisziert, weil dann können wir dem absolut gar nichts mehr anhängen, wie viel da drin ist. Nee. Das könnt ihr machen. Wir machen den Zugriff und den Rest könnt ihr machen. Wir haben sowieso auch nichts zu essen und nichts dabei, also Ewigkeiten darf es auch nicht dauern. Nee. Wie gesagt, Scheiße. Ich habe ein bisschen was zu food und zu. Also, ihr sieht mich, denke ich mal, nicht, oder, hier im Busch? Nee. Mich sieht man auch nicht. Ich bin kurz eine Minute weg. Geh einfach in die Ego-Sicht, dann weißt du, wann du mittendrin bist. Ja, gut, passt. Washington schön spotten. Wenn ich Drogen verkaufen würde, würde ich die Route hier nehmen, nämlich. Ich würde die direkte Route nehmen. Ja. Ich stelle mal Audio, was überfallen. Ich bin immer zu paranoid, wenn es darum geht. Ja, war ich auch. Heli kommt in unsere Nähe, glaube ich. Ja, dann alle schön im Busch bleiben. Au! Das Auto hat keinen Schaden. Sag ich doch. Armer Physik. Armer Physik, ich liebe sie. 2000 Mal überstehen läuft. Lars ist. Achso, Lars ist weg. Ich dachte gerade, was war das jetzt? Deswegen sage ich einmal Physik. Mauer plus Busch, tot. Aber zehnmal überschlagen, weil da okay. Lars, gibt hast du so den Dispatch von Ruth eigentlich beantwortet? Info von Ruth. Ja. Nee. Machst du es bitte nicht, dass die jetzt da versuchen, spontan das Recht in Iran zu nehmen? Kann man ganz schnell jemand sagen, wie der heißt? Das war der. Telefon, Postfach, Turm Neumann. Dankeschön. So, 2 Kilometer sind wir auch angereist. Stock und Stein und bricht nicht mein Bein. Zum Glück habe ich Medibags dabei. Baut hier auch die ganzen Zäune hin. Das ist ja Wahnsinn. Rechts war offen. Echt? Ja. Gut. Geht grad aus. Finde ich cool. Und vergesst nicht, den Toll wieder hochzustellen. Ich habe immer reduziert meinen Ton, also deswegen. Aufploppender Busch. Das ist so schlimm. Wenn plötzlich vor dir einfach so ein Busch aufploppt. Ich glaube, ich setze meine Bewerbung so auf wie meine richtige Bewerbung. Grundsätzlich denkt ihr was Schönes aus. Es kann meinetwegen ein bisschen lustig sein. Die Ruth wird aber gerade getötet, ne? Von der VR. Dann wird die gerade wohl nichts mit uns zu tun haben wollen. Das ist schon. Nö. Alter. Betet bitte, dass die nicht aus der Richtung kommen, wo wir gekommen sind. Alter, steht die offen, die ganze Limo. Ja. Bei uns? Ja. Die werden aber aus der Richtung kommen, glaube ich. Busch drin. Fass noch ein bisschen weiter. Taser, gell? Ja. Ja, Taser. Ich mache hier definitiv wieder, ich mache einen Marker wieder hin. Ist schon jemand da, sonst kannst du mich kurz tasern, weil ich bin da. Wo bist denn du? Unsere Tangos sind noch nicht angekommen? Nee, ja, ich rück vor auf 50 Meter. Bist du der, wo von rechts kommt, da? Ja, wir kommen kartentechnisch von rechts. Ja. So, also, Position von euch sieht nicht schlecht aus. Schön. Hat eine ganz smoothe Geschichte. Gut, wir sind auch massiv in der Übermacht. Zum Glück. Wer auch immer da läuft, der ist nackt. Wahrscheinlich, du bist nackt.
Da gerne mal. Das passiert übrigens immer, wenn du im Fahrzeug austauschst. Wurde mir gesagt. Ja. Wenn man im Fahrzeug was? Wenn man im Platz, Fahrzeug den Platz tauscht. Passagier zu Passagier und so Zeug hat. Muss er bitte einmal neu Fahrer anziehen? Nee, es bringt nichts, es geht nur beim Waffenladen. Nutzt beim Kleiderladen. Fuck, okay. Dann bin ich auch nackt. Ich bin auch eben rumgeswitcht. Echt? Ich bin aber wieder angezogen. Das kann halt, das nee, muss unbedingt gleich passieren, das kann dauern. Wurde mir gesagt. Von Tom. Oh, jetzt heißt abwarten. Seid ihr Hauptstraße gefahren? Nein. Gut. Ich habe eine Frage. Die, wo da oben im Channel sind, bei Ausbilder, sind es alles Ausbilder? Ja, ich glaube schon. Wow. Nein, zwei davon. Nicht alles. Alles Polizeirat. Gut, manche sind auch Polizeirat oder sowas, genau. Okay. Also, ja, ich sehe es gerade, vier Leute davon sind. Fünf. Ja. So, ja. Ist jetzt einer von uns ein bisschen nördlich? Nö, gut. Dann tue ich mal so dreist. Weißt du, was das Problem sein könnte, ne? Bei Washington und so. Hm? Wenn die so außen rumfahren oder sowas, hast du direkt überfahren. Könnte passieren. Muss aber nicht. Ja. Deswegen bin ich auch unten gegangen. Also denke ich nicht von unten kommen werden. Wäre es halt scheiße, wenn ich jetzt überfahren werde. Also, ich glaube ehrlich, dass sie zum Ring fahren. Was? Nach Atira. Denkst du? Ja. Muss davon ausgehen, die waren Samok oder Tempest? Das waren Tempest-Gerät und ein Hammett mit einem Offroad hinten drauf. Die sind halb so schnell wie eine Sportlimo. Die brauchen länger. Und wir sind mit dem SUV gefahren, aber auch der fährt ja, Offroad, der fährt auch locker seine 100. Ja. Wenn ich soll mal jemand mit dem Heli nach Atira drüber fliegen, schnell. Nee, dann kriegen die noch Angst und dann lagern sie ein oder sowas. Nee, ich meine über Atira einfach nachher, kurz mal nach Atira. Nee, nicht von uns, sondern von anderen. Wir haben gerade keinen, der dazu... Also ich sag mal so, RHQs sind gerade 1, 2, 3, 4, 5 Leute. User joined so, ich melde mich eine mal ab, ne? Jo, alles klar. Okay. Schönen Abend noch. User left es sind channel. So 4. Nee, die werden da wahrscheinlich irgendwas haben. Ich meine, das sind zum Teil die Ausbilder. Das auch ein Drogenraid. Also. Ja, und das. Okay, gut. Das von Marihuana. Alles klar, ich habe gerade von irgendwas Schaden bekommen. What? Hast du nichts gegessen oder sowas? Doch, ich bin voll. Na, schieß ich mir mal ins Bein. Kann natürlich sein, die wollen jetzt die ganze Zeit Richtung Zementhändler. Aha. Aus welcher Richtung? 175. Der Zementhändler. Boah, Spini. Da. Also von unten, von uns aus, von Pürgers aus. Ja. Was? Ja? Bei Chuck hier. Bisschen mein Bein. Kerosinankauf. Überfall an Kerosinankauf. Wo ist der denn nochmal? Der ist zu weit weg. Der ist um 150, wo sind die Leute denn? Das sind na, ganz die, oben an der Spitze. Was machen die denn da oben? Kerosin verkaufen, deswegen kam auch gerade Überfall am Kerosin. Soll ich dir ein Bild malen? Das Gefühl, die kommen nicht. Und die wären auch echt blöde, wenn sie kommen würden. Schließlich wurde ein Orca über den geflattert und hat sie gespottet. Was sollen sie jetzt sonst noch machen? Ich sag, dass sie Atira gefahren sind. Wette ich sogar. Weil jeder geht davon aus, die fahren runter zum Ding. Ja. In Sumpf. Die haben sich auch gedacht, dann nehmen wir lieber die längere Strecke, aber. Eben, sicherer Ding. Gut, dann lösen wir das gerade hier auf. Mel, würdest du mit Washington Richtung Atira fahren? Dann machen wir gerade Zementankauf, gucken, was da los ist und kommen euch zur Unterstützung. Alles klar. Ich höre was, oder? Habe ich was gehört? Nee. Ach, Brat. Doch, ich bin mehr, weil...
Achtung, wir fahren weg, jetzt kommen sie. Wäre möglich. Wo steht das Auto? Ja, Eisbär, wo steht das Auto? Offroad. Hab ich mir das schon markiert. Achso, ich habe ja Offroad hingeschrieben. Das ist eigentlich unser SUV. So, Suff. Wie zeichnet man eigentlich so, also? Falltasten. Indem man oben rechts einfach auswählt, was man gerne haben möchte. Ja, du kannst es auch einfacher machen mit den Falltasten. Ich stelle mir das halt einmal am Anfang ein, wenn ich irgendwas markiere, und dann ist es halt immer eingestellt. Mit den seitlichen Falltasten kann man das Symbol auswählen und mit hoch und runter die Farbe. Du musst den Punkt aber erstmal setzen. Das finde ich wieder umständlich. Ja, da ist nackt. Was? Ich habe nur gerade nach hinten geguckt, sah ich nur nackten. Ja, hier Washington ist nackt. Wir müssten irgendwo in Saku vielleicht essen, trinken. Ja, genau, müssten wir auf jeden Fall. Ja, dann machen wir das sonst gleich. Also wir fahren über Zementhändler gerade rüber, gucken, ob da was ist. Wir fahren auch erstmal tanken. Alles klar. Weil wir bieten jetzt gerade rechts, links. Links ist Eisbär, meine ich. Genau. Genau. So, Washington, du musst nach rechts. Euch beiden, dann macht nämlich gerade das ganze Zeug, ne? Über Zementhändler dann zum Flugfeld. Gut, das hätte ich so nicht gesehen, so wirklich, das steht im Busch. Ja, es ist halt weiß, ne, und das fällt halt auch. Ja. Stimmt, auch wieder. Zementhändler, da geht's hin. Achso, warte, dann fahr ich, warte. So. Ich muss erst mal danke. Was müssen wir? Tanken. Schon wieder ist fast leer. Schon wieder. Ja, wir driven hier ganz schön viel weg. So, ich danke. Wohin fahren wir? Zement? Direkt? Ja. Gut, dann muss ich hier erstmal rausfinden. Oh, Level 8. Oh Gott. Aber fahr einfach nach unten. So auf die Straße, dann bitte schneller. Wenn du. Meinst du? Ja. 600 im SUV, oder? Kommen wir denn hier durchs Wasser? Ja, ne? Ja, durch Wasser. Fahr rechts. Hier rechts? Dann hier durch? Halt unten rum. Ja. Passen wir hier durch? Weiß ich nicht, ich hoffe's. Mal schon. Das ist echt mehr. Verdammt, ich brauch 4 Stunden. Fahr durchs Wasser, da bist du viel schneller. Also ich mach das wirklich. Für den Oberwacht. Ja, hab ich gerade auch gemerkt. 4 Stunden Leitstelle. Was? Oh je. Du auch. Das über eine halbe Stunde. Vielleicht meine ich, dass das Wasser normal irgendwas anderes ist, weißt du? Ich hab keinen Bock. Aber nicht zu tief werden. Okay, Fehlalarm, wir fahren direkt zum RQ. Wir können mit hochkommen. Es gibt wenig Gruppen, die tatsächlich Kerosin oben überfallen. Wir müssen immer noch tanken und ausrüsten. Genau, aber ausrüsten können wir auf die Polizeikontrolle. Aber der Überfall am Kerosinankauf ist schon vorbei. Meistens wird da gecampt, weil da auch ein ATM ist. Der ist kaputt. Nein, ja. ATM wird halt gecampt. Ja, anscheinend. Das ist von der PHP, der hat mir nämlich gerade die Nachricht geschrieben. Scheiße, es ist los. Okay. Kommt drauf an, wie viele Roots da sind. Es sind genug Leute, glaube ich, davon. 10. Nee, gut. 1, 2, 3, 4. 10 zu 4. Das wird nix. Nein. Jeder macht ein 2K und dann. Ja. Ihr vor allem. Alter, ich. 5-5? MK2, ganz ehrlich, dann. Der Typ ist eh tot. Würde ich hier gesagt, Streifen wieder aufnehmen nochmal. Ja. Vor dem Server Neustadt habe ich die Waffe abgegeben, wo ich beim freien, Gefängnis Angriff bekommen habe. Ich so, dann fahren wir nämlich auch einfach wieder Richtung RQ und rüsten uns nämlich neu aus. Ja, wir fahren auch RQ. Weißt du, Repair-Kits und so. Da setze ich mir kurz den Marker. Wo steht ist da aber kein Rauch, der hat sich kaputt gemacht. Wollt ihr in der Leitstelle bleiben oder soll ich euch in der Leitstelle reinpacken? Ist doch gerade nichts los, ne? Ja.
Hätte ich jetzt so gesagt. Die machen da unten gerade eh noch ein bisschen Halligalli mit Madman. Ja. Dann wird Spaß. Kannst gleich links fahren? Ja. Ja, gut. Okay. Ja, aber gut. Mach. Fahren wir jetzt hier. Ich bin hier nur stummer Zuhörer. Und. Warte. Ja? Ist keine Sch. Nee, gut. Ich dachte, das wäre eine Kopfsportübung. Der steht immer noch hier. Jetzt guckt man an. Hallo. Hallo. Hi. Moin. Hast du Bock, hier Meier und Bagger und auch Bagger zu helfen? Also 150? Ja, was sind die? Die dürften RHQ sein. Da ist momentan so ziemlich jeder. Okay. Gefühlt. Wieso, was denn los? Meier ist da, weiß ich gerade gar nicht. Dürfte oh, aber hier ist auch was in den Boden gerammt worden. Okay, dann halt hier mal kurz. Ja, weil Jason ist ja auch gerade unten. Von meiner Familie, dass sie irgendwie Gibi abgeschüttet. Ja, ansonsten. Da ist ja alles Klärchen. Geb ich dir gleich. Viel Glück euch. Nee, das hat an sich gerade keinen Sinn. Ach, da sind auch Kollegen. Ja. Nee, geh einfach mal ganz zu den Beinen runter, kannst du so lange unterstützen. Mhm. Und dann sollen die dann gleich Kavalatierer machen. Sag ich aber gleich nochmal durch, wenn die fertig sind. Ja. Gut, dann geh ich zu den runter. Super. User left your channel. Verdammt, dich, Lee. Dich. Ja, ich lass das nicht. Ich hab das braucht es. Es braucht es nicht. Verdammt, das will ich. Es will das nicht. Es will das nicht verlieren. So, Mel, du machst doch bitte grad Marktdienst. Was? Mel. Überholen, das wird nichts. Was? Stämmen wir nur alle. Was? Weil auch mit der Scheiße. Marktdienst hab ich gehört. Was? Ich hab da ein Rauschen im Mikro. Blöd, ne? Ja, es ist schon doof. Ich muss jetzt hier leider weiter Straße fahren. Ach, stimmt. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, dass es da ein neuer wäre. Wow. Entschuldigung. Oh, überhol doch endlich, das macht einen wahnsinnig. Überhol. Oh. Du Arsch. Nee, nee. Alter! Unfall? Bei uns nicht. Gut, die sind auch wieder auf der Straße. Ja, wer ist da gerade gefahren? Ich. Okay. Entschuldigung, aber das sah geil aus. Das sah mega geil aus. Warte. Achtung, Auto in der Kurve. Kaputt ist warte, welche Koordinaten sind das? 161174. Ja. Okay. Da hinten ist was. Jetzt schon zu spät, jetzt sitze ich im Heli. Ja, ich bin in der Ausbilderbesprechung. Ich habe nur geguckt, ob meine Cessna da ist, die ich vorhin geschreddert habe. Sollen wir weiterfahren? 1. Okay, 6, jetzt ist mein Bürostuhl tatsächlich 7, komplett kaputt. Kannst weiterfahren. Warum schreibst du es auf? Also für Feuerwehr los. Da oben liegt ne Dings, wer ist der? Quillen. Quatsch. Ja, ist schon okay. Das große Flugzeug halt. Ja. Naja, das große Flugzeug. Ganz groß. Ganz groß. Riesengroß. Kann es sein, dass so. so, es ist so kleine. So einen Affen im Kopf hast? Das macht immer. Bing, bing. Und dann. Bing, 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 bing. Oh ne, du hast schon wieder. Polare! Oh! Katare! Oh! Ja, da ist es ein Affen. Er ist ein Affen. Ay, se chopego! Ay, se chopego! Du hättest hier links reingemusst, aber gut. Ja, aber die Bremsen haben nicht ganz so. Ich wollte jetzt nicht einfach links reinziehen. Du weißt ja, Sportlimo und so. Ja, langweilig, wenn du durchs Gelände musst. Genau. Okay.
könnte jetzt nicht. Wäre auch viel zu einfach, ne? Ja. Wenn man da drüber fährt. Wir sind trotzdem formell noch da, das reicht. Schau mal, so wie. Wow. Oh, wow. Wow, ich hab echt was gerade. Was war das denn? So, wer möchte fröhliches Rad machen, wem die Scheiße gehört? Und das Stöger melden? Danke, dass Eisbär uns einfach einschließt. Gerne, ach, nee. Mach ich gerne. Aua. Fahrer schließt ab. Ich, genau. Ja. Warte, aber laut Map sind hier noch ein paar Ausbilder, also lass das Zeug mal hier stehen. Ausrüste. Achso, wir müssen hinten hin. Ach ja. Aber mitkommen. Stimmt ja. So, machen wir noch mal eine Taser-Tour oder wie? Oder was? Ich hab aus irgendeinem Grund kaputt. Alter. Achso. Mel, einmal bitte tasern. Ich bin gut. Super. Dankeschön. Da nicht. Das ausgestellt haben muss. Hab ich gesehen. Das war Garage. Ja, das hab ich gesehen. Schön. Washington, anziehen. Lars, du müsstest kurz an deine Klamotten hin, dann sieht man wieder deine Sachen. Ich weiß, man sieht meine Sachen immer. Die sind viel zu groß. Hättest du gern. So ein kleines ist halt so. Mal nicht. Ih, nackter! So, ich geh wandern. Dietrich. Ich denke schon wieder nur an dich. Oh nein, jetzt kommt er mit der Schlagerscheiße schon wieder. Ist ja noch schwul geworden. Okay, was haben wir noch Schönes? Inventar haben wir aber noch alles, oder? Ja, ja. Ja. Werkzeugkästen und so ist noch da. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Aber was brauche ich? Snowgun, Dietrich, Kaffee, Donuts. Reicht, oder? Doch. Mein Bürostuhl ist voll kaputt. Nagelband? Ich setze mich schon mal in die Sportdemo. Ja. Ich muss mal kurz auf Toilette dann noch. Ja. Was? Geht nicht. Doch. Supi. Ist echt ruhig für einen Freitag, ne? Lars? Ja? Du bist nackt. Wieso bin ich nackt? Ich hab doch gesagt, du sollst in den Kleidershop mal kurz gehen. Dann geht es weg. Einmal Wachtmeister-Klamotte anklicken. Nein. Einfach in den Kleidershop gehen. Wo ist der Laden? Da vorne links. Macht ihr den Laden? Links, 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 links. Kurz ich rein. Ich weiß, wo der ist. Fertig. Ah, du auch Washington. Ja, passt doch. Läuft super. So, dann machst du. Hey, hey, du mal gerade hey. Mit deinem wunderschönen Anwetter hier. Ja, der ist immer noch nackt. Ja, ich doch. Auch mal kurz den kleinen Laden, dann geht's auch wieder normalerweise. Auf dein Wohl, Bruder. Hey, Bruder. Ja gut, Hey, Moskau, Moskau. Mach mal deine Kleidung weg und wieder dran. Russland ist ein schönes Land. Du bist behindert. Ach scheiße, ich wollte ja noch was kaufen. Ja, passt. Schönen Rucksack. Wer mit dir 5 Stunden Dienst hat, ist auch geschafft. Nur ich hab nicht immer so gute Laune. Das ist richtig. Was? Ich beleidige auch einfach die ganze Leute. Eisbär? Ja? Okay, hat sich gerade erledigt. So Leute, ihr könnt jetzt Night Vision aufziehen, ohne von dem geflamed zu werden. So. Wir wecken jetzt. Auch reicht. Moskau. Deine Seele kennt. Fahr du mal bitte grad. Was sagst du jetzt eigentlich gerade, was ich mit meinem Anwärmchen mache? Ist der soweit fertig? Oder nicht? Dann fahren wir gerade zum, hier. Lahnraub. Ihr könnt euch mal gerade ausrüsten. Danach muss man gerade überlegen, was wir machen. Ja, Anwärter. Wo haben sie denn ihre Rüstung gelassen? Ich. Ja, ich bin Anwärter. Licht an. Ja, das ist schon offen. Und kannst mit Blaulicht fahren. Der Typ ist me. Jetzt mit Neidischen fahren ist scheiße. Das wird geht voll klar. Jetzt aber mal ernst, wo hast du deine Weste gelassen? Ich? Ja, Herr Washington. Meine an. Ja, verarsch mich nicht. Siehst du an und aus, dann geht's wieder. Nein, geht nicht.
Ich sehe Kopfschmerzen incoming. Fahr ich zu schnell, komm gleich mit Kurve. Ich sag's dir. Ah, es sind noch. Ist noch ein Kilometer. Aber ich glaube, ich melde mich jetzt für heute ab. Heute ist auch nicht so mein Tag. Läuft einfach nicht so. Dann warte, wir fahren bis nach Kavala und dann melde ich mich genau. Auch. Genau. Doch, du fährst mit bis nach Kavala. Hab ich einfach jemand Reh gesagt? Ja, ich. Dolph. Ja, wir haben gerade einen Landüberfall, wir sind gleich da. Okay. Wir sind da. Soll ich mich hinstellen hier vorne? Ach, da oben. Einfach hier vorne, raus, nee, ist nix. Ja, da hätten wir ja auch noch zur Verstärkung kommen können. Ja, du hast ja gerade auf deinen... Ich geh mal hinten rum. Nee, ist alles safe. Ja, hier versteckt sich auch keiner. Russland ist ein schönes Land. Alter, dieses Lied ist uralt, aber ich find's geil. Moskau. Ich muss gestehen, ich mag die Russen. Ein starkes Volk. Nicht das Klügste, aber stark. Stark, widerstandsfähig, gut. So, dann fahren wir weiter. Letzter Fahren. Da hab ich auch gerade so gedacht. Wir fahren dann auch nach Kavala. Ich mach dann dort auch Schluss. Und dann, wie werde ich das mal gerade durchsagen? Vorsicht auf der Strecke. Auf der Strecke steht direkt auf der Straße ein schwarzer Offroader. Okay. Das sieht fast aus wie eine Straßensperre, aber da keiner irgendwas geschrien hat, keiner beschossen wird, sag ich Idioten. Ich schieße einfach zurück. Ja, direkt aus dem Fenster. Ich möchte trotzdem gern irgendwie so eine Kopfgeld-Crew. Das wäre cool. Mhm. So eine mehr oder weniger eigenständige Person, auch wenn vielleicht als Polizist gewitelistet, die sich die Kopfgelder angucken und sagen, komm, den jagen wir, hier machen wir Raid. Mohahaha. Anders ist Kopfgeldjagd nicht so möglich. Nee. Du siehst, Streifendienst kannst du es vergessen. Du hast im normalen Streifendienst klappt's nicht. Ja. Als Zoll klappt's nicht. Was macht eigentlich der Zoll? Der Zoll, Drogenraids, Straßensperren, alles sowas. Ja, Hausdurchsuchung. Hausdurchsuchung, genau. Und als Zivi, ja, grundsätzlich. Achtung. Kannst du die Fahndungsliste nicht ansehen? Oh, zum Glück ist das nur. Ich habe keine Ahnung, für jemanden, der irgendwie 4 oder 6 Millionen hat, nehmen wir mal 6 Millionen, bekommt der Kopf ja auch nur 2 Millionen. Und wenn er dafür die Hälfte abgeht, hast du eine Million gemacht, obwohl du auch eine Million an Ausrüstung verlieren kannst. Mhm. Psst, muss ich auch noch vielleicht nicht kommen. Light Alert. Psst, der Hemd im RHQ wurde beschlagnahmt, komm. Psst, ich glaube, das ist schon wieder eure Tanke. Alles klar, verstanden. Leitstelle Ende. Ich glaube, eure Tanke wird schon mit ausgeraubt. Ja, wir sind schon weg. Ja, wir sind schon. Bis wir da sind, ist er wieder weg. Buddy joined your channel. Drei, war dumm gefunden. Oder was? Ja, in der Hemd, wo wir vorher, wir haben ja vorher einen Drogen-Raid gehabt, in dem haben der jetzt im RHQ steht, der Schlagmann. Okay. Ja, alles klar. Ich bin gleich weg. Wenn du bist gerade Flugfeld, ne? Ja. Können wir dann gerade um den Überfall deiner Tankstelle kümmern? Das können die beide machen. Ja, Mann. Buddy left your channel. Was könnten die beide machen, wo wir gerade an uns vorbeigefahren sind? Ist da nicht irgendwie ein Verarbeiter hier oder so? Ja, könnten das gegen Versteck gefahren sein, aber gut. Einzige, was sein könnte, wäre, genau nicht. Nichts Illegales würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Hätte mich schon fast ein bisschen ärgert, aber gut, es war eigentlich absehbar. Wie gesagt, wenn so ein Orca direkt. Ihr hättet den irgendwie folgen müssen. Dann zweifeln können. Nee, das fällt auf. Oder bei mir die auf einen Kilometer Höhe. Das Problem ist, Flugscheifen haben wir gerade nicht und wir haben momentan nur einen aktiven im Dienst, der Flugschein hat. Mhm.
Und der war beim Drogenraid mit drin beim anderen und war da beschäftigt. Ach, einen kleinen Flugschein könnten wir ja auch machen lassen. Das war natürlich eine geile Idee. Da hätten wir jetzt Hummingbird fliegen dürfen als Wachtermeister. Genau, ja. Wie Flugschein müsst ihr extra prüfen? Zwei gibt's. Ich hab eine extra Flugprüfung, Ausbildung dafür. Ja. Obwohl ich da mal frage, ob ich die überspringen kann. Hallo, ich. Oder wir beide, Lars. Ja, ja. Alter, wir waren auf BOG Madison die ganze Zeit mit Hellcat rumrotiert. Genau. Und kein Schwanz ist draufgegangen über Monate. Das stimmt. Ja, außer dass ich 30 Mal gegen den Haus rumgeschaut habe. BOG. Das Problem ist, Wolf hat sich diese Scheißprüfung so ausgedacht, dass wahrscheinlich auch noch jemand, der viel fliegt, damit ordentlich unter Druck gerät. Das ist nämlich alles eine Zeitprüfung, soweit ich das verstanden habe. Ich kenne mich mal mit Arsch leck mit ihren scheiß Zeitprüfungen. Die werden gerade überfallen. Sicher? Was? Wo? Eingang von Kavalle, ein Hammett, mehrere Autos. Hier ist ich, dann dreht um. Vorm Pfirsichfeld. Super. Also zwischen Schrottplatz und Pfirsichfeld. Wir sind jetzt auch gleich da. Ja. Scheint wohl gleich was. Scheint wohl was loszugehen. Wir sind erstmal weitergefahren, haben uns nichts anmerken lassen. User joined your channel. Komm jetzt einfach. Lars, was sollen wir machen? Wir fahren dahin und machen einmal ganz normal, machen erstmal nichts. Wir sind ja schließlich in der Safe Zone, man sollte jetzt da nicht davon ausgehen. Wir gucken uns das Ganze ganz in Ruhe an. Stimmt, das ist eine Safe Zone, dürfen wir nichts machen? Ja, ab jetzt ist Safe Zone. Wir fliegen mal kurz in Washington einmal entfliegen. Nein, jetzt gerade nicht, außer es ist wirklich blöd. Wichtig. Ja, okay. Einmal hier anhalten. Ist es denn was Wichtiges? Jein. Kann warten. Alles klar. Dann, Herr Washington, Sie dürfen gerne aussteigen, ne? Hallo, der Fahrer. Er ist ja eben schon wieder zu, deswegen. Ist okay, wenn ich jetzt aufgeben würde, weil ich bin echt Glühbirne, ne? Ja, geh auf. Ich kann noch nicht weiterfahren. Oder besagt, nein, halt. Damira Lulix will noch was von dir. Ist 2 Minuten, wenn ich. Die ist eben gerade in die Luft geflogen. Ich glaube, wir brauchen sie. Fast den Herrn hier reingefahren, deswegen stehen wir jetzt hier. Ja, hier. So, was? Soll ich mal kurz. User was moved to your channel. So, Situation? Fragezeichen? Ja, ich glaube, Unfall oder irgend sowas. Ja, ja. Unfall, Explosion habe ich nie was gehört. Ja, Hammett fährt weiter. Hammett fährt weiter, ja. Ja, alles gut. Er guckt sich irgendein Licht an. Warum ist Sau da eigentlich noch an? Ersatzteil passt noch, warte. Umwelt denkst du auch nicht, ja? Hä? Okay. An Umwelt denkst du auch nicht. Nö, nö. Alter, wenn der Washington sich jetzt nicht bald am Riemen reißt, dann gibt's einen Traum drin. Mein Gott. Was ist los? Dann machen wir halt den scheiß Motor aus. Richtig Krise mit dem. Das ist sehr nett. Deswegen mache ich bald ein Video mit seinen ganzen Fails. Und macht mal bitte dieses Drecksauto zu, wenn da keiner drin sitzt. Ich sitz doch drin. Wollte ich gerade auch zu Washington sagen. Lockt sich aus, Auto ist offen. Na super. Oder fährt mehr als oft gegen Stein, dass man fast tot ist, überschlägt sich. Oh, kein Repair-Kit dabei. Oh, Leute. Es war ein Pleiten, Pech und Panne. Ich bin froh, dass ich gleich aufgehe. So, ich habe das hier was dabei. Ich gucke mir das jetzt mal eben an. Das Schleofer da schon angekriegt. Das ist schön. Offen. Nee, ich hab auch nochmal geguckt, aber hier liegt auch keine. Eigentlich leck, Hagel, Bums, au, Hexe! Hier, also eine Lampe hier, aber ist alles nicht da. Hexenschuss, fick die Mutti. Können Sie mal eben gerade die Motorklappe aufmachen? Muss eigentlich pennen gehen, oh Mann. Moment. Warum? Ich will nicht. Das von innen ja, morgen Frühschicht. Wow. Ich glaube, musst du unten links mal gucken hier. Diese Scheiße. Ja, diese Scheiße mal erfunden hat, den muss ich gerne richtig schön in den Arsch fliegen. Was? Mit Anlauf. Okay, ist offen. Okay. Mein Typen, der sich das ausgedacht hat. Scheiß dreckiger Betriebsrat. Da halte ich finde schon, dass das auch Führungspersönlichkeiten auch am Wochenende Dienst haben sollten. Das geht, das nächste Mal kannst du das machen, ne? Ja, von deinem Onkel habe ich diese Scheißkarre gekauft. Ja, da müssen wir noch Birne rausschrauben. Was machst du denn? Und dann Abteilungsleiter bei Vodafone. Und dann können sie da neue reinpacken. Abteilungsleiter bei Vodafone. Okay. Warst du nicht auch mal bei der Telekom, Mel? Davor ja. Ja. Musst du ein bisschen telefonieren oder was? Oder was machst du da? Ich bin Abteilungsleiter, ich leite dort eine Abteilung. Auch?
Ja, als. Was meinen die da dann? Und telefonieren. Ihr Kollegen. Nur telefonieren. Die guten Herren, die sind schon. Nein, ich habe alles, was diese Abteilung beinhaltet. Nichts aus hier. Schlimm. Auch die Personalabteilung untersteht mir quasi. Ah. Grob gerechnet habe ich gerade. Gesundheit. Grob gesagt habe ich circa 5000 Leute, die für mich telefonieren. So. Wenn ich das Ganze, wenn ich das Ganze zusammenrechne, bis wir irgendwann bei 25.000. In den ganzen anderen Abteilungen. Ja. User joined your channel. Müsste sie dann bestimmt auch dein Gehalt dann aus. Hallihallöchen. Ja. Ja, super. Dann wünsche ich Ihnen noch gute Weiterfahrt. Also Eisbär? Ja, ich auch. Eisbär ist im RP. Ja, also die brauchen auch irgendwie keine Hilfe mehr. Schönen Tag noch. Tschüssi. Super. Ja? Hast du dich hochgeschlafen? Fahren wir jetzt noch schießen? Dann kann doch der Herr ganz zahlen gleich Leitstelle machen. Genau, weil ich bin jetzt raus. Also das habe ich doch vorhin erst einmal. Okay. Ja so, gut, dann suche ich mir jemand anderen aus. Okay. Jo. Ja, ich bin jetzt schon mal safe. Nimm Mel. Ich geh jetzt mit auf. Der ist halt auch weg. Na, Axel Schweiß ist eine Polizei-KW, genau. Ich bin Anwärter. Nicht mal Anwärter. Du bist Kaffeebringer. Ich bin Praktikant. Nein, Kaffeebringer. Kaffeebringer, aka Praktikant. Ganz ehrlich, wenn wir gleich so wenige sind, würde ich einfach vorschlagen, alle in die Leitstelle rein und erstmal keine Leitstelle. Was ist jetzt hier passiert? Polizei, 6 Leute. 12, 13, 14, 15, 16, 17 Leute. Wahrscheinlich bald seine Netze. Ja, du hast die Ausbilder alle da oben hocken und nicht kommen. Ja, das hat gerade keinen Sinn. Ja, aber die Ausbilder sind schwer. Ja, also Lutschmann Schwarz. Steckt noch jemand mit aus? Ja, könnt ihr euch gerade drum. Ich hab schon mehrmals einen Notruf zu den Salis geschickt, aber es kommt einfach nicht zurück. Nur mal kurz anpulen. Mein Freund hier, der wurde schwer massiv von der Seite gerammt und er liegt wahrscheinlich bald seinen Verletzungen. Das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, haben sie den medizinischen Dienst unterrichtet? Mehrmals. Hörst du mich? Okay. Aber es passiert nichts. Und die Medics, die nehmen keinen Notruf an. Nicht vollmuten. Damit ich euch immer noch anschreien kann. Nee, wir werden also den auch nochmal, die auch nochmal informieren darüber, aber mehr können wir leider auch nicht machen. Techno. Der wurde von so einem roten, von so einem Wagen, nur in Rot, wurde er von der Seite, so ein SUV, genau so ein roter SUV, da hat ihn auch gerade eben in die Richtung fahren gesehen, wurde er von der Seite halt gerammt, der Typ ist ausgestiegen, hat seine Sachen genommen und ist einfach wieder weitergefahren. Okay, ja, das ist natürlich schlimm, aber das Kennzeichen haben sie nicht zufällig gesehen, oder? Nein, leider nicht. Leider nicht. Aber es war nicht so ein weinroter SUV, wie man das so herkömmlich kennt, sondern so komplett rot. So, jetzt könnte man nicht lackieren. Komplett und hat rot, knallrot. Die Reifen mitlackiert. Okay. Ja. Ist zuletzt ist ja schon hier in diese auffällig. Richtung gefahren. Ja, gut, okay. Nehmen wir das mal so auf. Dann hätte ich gern. Das ist hier Ihr Freund, ne? Können Sie mir kurz mal Ihren Personalausweis zeigen? Dann weiß ich, von wem das kommt. Ja, natürlich. Hier, bitteschön. Alles klar, Herr Karren. Gut, dann, ja, ich nehme das so auf. Und wir kommen dann nochmal auf Sie zu, wenn wir irgendwelche weiteren Informationen haben. Okay, vielen Dank. Und die Medizin-Dienst werden wir dann nochmal unterrichten. Okay, ja. Alles klar. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen trotzdem alles Gute, ja? Ja, mach mal. Ja, vielen Dank. Da kommt doch die Feuerwehr doch schon. Ah, die Feuerwehr kommt, gut. Sehr gut, alles klar. Also, bis dann, tschö. Ja, danke schön. Wir fahren weiter. Aufsitzen. Der Fahrer schließt auf. Alter Mann, ist ein E-Zug. Ich habe manchmal ein Problem, was ich gerne melden würde. Lars, sollen wir nochmal aussteigen? Hallo? War weiter? Achso, okay. Habe ich jetzt nicht gehört. Normalerweise sollte man das nicht machen, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ganz ehrlich. Da will ich jetzt nicht sagen, ich war gestern vor meinem Kuh gestanden, eine halbe Stunde da dran. An mir sind vier Leute oder fünf Leute vorbeigefahren. Ob wie das denn nicht verweitert? Scheiß drauf, wenn ich jemanden anspreche. Und irgendwann kann irgendein Low-Tip
Der Zoll war es. Dann angekommen irgendwann. Das wird praktisch nicht will. Achso, ne. Wird sein Auto hier einpacken. Als, ja, genau. Mach's nicht kaputt. Buddy, nur ein paar kleine Kratzer. Hallöchen. Hallöchen. Habt ihr einen Einser? Nö. Nee, aber ich bin gleich. Aber die Hälfte ist gleich weg, deswegen. User joined your channel. Oder alle sind alle weg. Danke, wir klingeln mit Runde. Deswegen, also ich glaube, Leitstelle hat gerade eh keinen Sinn, also irgendwie so, ne? Schön zusammen hier. Was ist eigentlich, wer ist eigentlich Klaus Wand? Wir haben halt 9 Cops online. Ja, aber der Große ist halt gerade oben in der Ausbilderbesprechung, hat das keinen Sinn. Ich meine, die können ja nicht in Einsatz. Einen Moment. Buddy left your channel. Polizeileitstelle für Medic-Leitstelle kommen. Oh, ich glaube, der ist angepisst. Ich bräuchte hier eine Einheit an der Kavala Garage. Aha. Kommen. Was braucht ihr? Eine Einheit an der Garage. Gonzale? Gonzale ist doch fast da. Wo ist er denn, bitteschön? Gonzale steht am Marktplatz, der kann von da aus laufen. Ja, ich muss hier mal im Quad aufknacken. Buddy joined your channel. Wie sieht's aus? Ich hab den jetzt mal geschrieben, weil die waren gerade mit im Gespräch, da wollte ich die nicht unterbrechen, habe ich da ein paar mit reingespammt. Buddy joined your channel. Gut, dann also ich fahr wohl zur Garage. Super. Hier steht doch nur eine Spur. Alternativ kann ich noch gerade hier den Dolph und den Gen, ja, den Schwarzen hier rüberschicken. Den Nigger. Genau. Ich bin Kaffeeholer, ich darf nicht mit dem Anwärter. Danke. Und dürftel der Weste. Danke. Bist ja nicht ein Kaffeeholer, ein Kaffeebringer. So, soll ich dich jetzt mitnehmen, Schweiß? Wohin sollen wir denn? Ich hole den aus der Kaffee. So ein Gonzale oder was? Genau, du bringst ihm jetzt einen Kaffee. Was ist? Mir einen Kaffee bringen? Schweiß. Genau. Schweiß holen, okay. Ein paar Kaffee für Gonzale, ich pack schon mal was aus. Genau. Hab schon. Echt, ne? Gut. Ja. Sollen Margot und ich wieder aufs Treibe gehen, weil wir sitzen gerade in der RQ sowieso in einer Sportklimmer. Ich bin jetzt weg erstmal. Ich weiß nicht, ob Leitstelle Sinn macht. Ich glaube, wir können da durchaus weiterfahren. Weil wir sind gerade ein paar in Kavala, so, bei RQ macht durchaus Garage. Sinn. Wow, Shop. Ich werde gefoltert. Ich habe den Schlüssel noch dran, gleich. Er hat 8 Kopf an. Ah ja, aber halt deine Hände bei dir. Ja, davon gehen aber es sind momentan nur 1, 2, 5 da. Jungs? Hat 1, 3. Garage, Hauptstraße. Ja, warum? Wer braucht da Hilfe? Medic. Medic braucht Hilfe. Ja. Ja, und wo ist der Medic jetzt? Garage. Das weiß ich nicht. Ja. Kavala Garage, oder? Ja, an der Kavala Garage. Ist hier nicht. Oh, wieso sind die Männer so scheiße, Mann? Hat hier überhaupt einer geantwortet? Ja, ich hab den gerade geantwortet. Oh mein Gott, was ist denn jetzt da los? Doch, hier steht doch ein Medic. Wo? An der Hauptstraße. Feuerwehrleitstelle, hört sie kommen. Achso, nee. Ach so, der ist nur tot. Oh, der ist. Ja, der ist wahrscheinlich ist überfallen worden. Richtig. Deshalb. Dimitri. Person mit Vorname Dimitri wird gesucht. Bis auf. Habt ihr gehört? Ja, Dimitri. Wie noch? Dimitri Gonzale. Nee, nicht Gonzale. Vegas. Dimitri Vegas. Sag mal, das ist richtig. Verhandlungsliste? Oder? Nee, der ist vom Unfallort weg. Was ist der? Unfallort flüchtig. User left your channel. Okay. Also wurde der Medic von dem Typen gekillt? Wahrscheinlich. Nee, oder? Nee. So wie ich das verstanden habe, wurde das Opfer, das praktisch die Medics wiederbelebt haben, von dem gekillt. Also okay. Unfallflucht. Hä? Ist der mit dem Fahrzeug weggefahren? Wissen die Medics das? Ich hab grad gar nichts mehr.
Ich auch nicht. Die Medics sollen mehr Informationen rausrücken. Wir wollen, ich muss Informationen haben, womit die weggefahren sind oder ob die überhaupt weggefahren sind. Oder ob sie zu Fuß abgehauen sind. Kann mir gerade mal sagen, warum ich von dem Munition nehmen kann? Frag's nicht, das sind Medics. Warum kann ich von dem Medic Stunning Munition nehmen? 5 und 6. Leuchtspur. Mach mal. Woody, der schön, verfindet dich mal neu an dem Ding. Kraft halt keine Leichen durchsuchen. Mimimi. So, Jungs, ich bin dann auch weg. Gonzalo, du hast die Ehre. Oh nee, nicht schon wieder. Das ist nur eine Einheit, die du sonst hast. Sobald mehr da sind, kannst du denen das gerne weitergeben. Oh ja, Gott sei Dank. Hab ich kein Problem mit, dass ich jetzt auch raus bin. Viel Spaß noch. Ja, ciao. Tschüss. User left your channel. Oh, weißt du genau in dem Moment, wo du auf Klo musst, ne? Bist du jetzt zur Leitstelle gemacht. Super, läuft. 150 unten sollen die noch hoch zu uns oder wie machen wir das? Ja, Jungs, eigentlich sollten die alle hoch. Kümmern sich um die Tankstelle. Ne, ah, cool, komm. Psst. Komm, Mann. Oh, Alter, ich muss das richtig. Ich knack mal das Medic-Fahrzeug, um den von der Straße zu fahren. Geht das? Ja, oder? Von der Straße, ja, kannst du knacken. Aber fahr den mal von der Straße. Und dann stell den mal so hin, dass er nicht unbedingt jeder den direkt sieht. Fahr den mal zum Medic, komm. User joined your channel. Wieso kann ich nicht? Wer fährt mit Martin in der Limo? Was? Wer fährt mit Martin Meyer in der Limo? Ach fuck, Martin Riggs. Vaga. Sorry, der wieder da. Mein Dienst User nicht funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Also Jungs, ich bin mal eben kurz auf Toilette. Wie? Also, du kannst dich knacken, oder? Nee, ich weiß nicht warum. Ah doch, hier, warte. Reparieren. Warum kann ich? Ich kann nur beschlagnahmen. Hä? Soll ich mal? Versuch du mal bitte. Ah, jetzt geht's. Jetzt hat er angefangen. Ich war schon mal hoch. Ja. Buddy disconnected from your channel. Tschüss. Hier wird geschossen. Schüssen. Schüssen. Kann ich reden, oder? Sascha Augen kommt. Was machen. User joined your channel. Hallo. Ich bin die Karo. Es gibt aber auch Leitstelle. Ganz Halle ist Leitstelle, aber der ist ganz kurz auch da. Er muss auf Text. Alle wieder bestimmt gleich die Leitstelle abgeben. Ja, jetzt, das war jetzt nicht die Frage. Aber das wird, er wird es machen, glaube ich, weil er keinen Bock drauf hat. Durch? Ich glaube, ich weiß nicht. Wissen die Medics, dass wir es hier hinfahren? Nö, noch nicht. Oder schreib ihm mal eine SMS. Was? Hallo? Hallo? War da nicht im Hallo? Ja, mach ich auch. Ja, ne, der Polizist. Wo ist denn hier einer? Hallo, Sie können mich nicht sehen, aber Sie können mich hören. Achso. Ja. Habt ihr das Fahrzeug nur zur Sicherheit hier hingebracht? Genau, der Medic ist irgendwie überfahren worden oder sowas und deshalb haben wir es sichergestellt und hier hingebracht. Ah, jetzt. Achso, ja, okay. Ja. Die wissen zwar noch nichts davon, aber ja, der liegt halt da hinten auf der Straße an der Garage und ja. Haben wir gedacht. Nee, die waren gerade im Funk, haben mal nachgefragt. Ach, ja, dann. Nee, wir haben gedacht, wir tun den Namen mal von der Hauptstraße runterholen und stellen ihn hier ab. Hab ich ja gesagt. Alles klar, nee, super. Gut, alles klar. Wär schon. Jo, ciao. Ciao. Sind jetzt die Supporter, wo ihr einfach hier rumrennen?
Wo drück ich mich immer, Alter? Bei den Einstein ist gut. Wo genau steht ihr denn? Wir waren gerade oben am Krankenhaus. Am Krankenhaus haben wir den abgestellt, den Helmet. Hat das ein Medic mitgekriegt? Nee, nur ein Supporter. So. Ja, wie Supporter, die gucken einfach die ganze Zeit auf die Map, gucken, was passiert oder was, und fliegen drum rum oder wie? Also wie kann ich das verstehen? Ja, ja. Die können, also Supporter, wenn es das ganz normale Infistar-Tool zum Beispiel ist, dann können die sogar durch deine Augen gucken. Die können sich in deinen Charakter reinportieren und sowas. Die gucken halt, ob jemand hackt oder nicht hackt oder was. Ja, die machen eigentlich alles. Oh nein, yeah. Zentralbank, super. Los Jungs, steck mal bitte ein. Ich, sollen wir nicht zum HQ fahren, oder? Ja, steck mal ein hier, die Vorhaben. Hallo, ja, mach mal. Mach auf. Nee. Deine Aussicht, Blaulicht. Nee, nein. Oh, meine Fresse. Das ist St. Pauli. Das ist ein Überfahren. Das ist mir gerade nicht gut. Ich bin drei Wagen. Alter, stellen sich vor meine Karre, während ich drei Wagen. Wow. Maximale Spielanzeige. Kick. Was ist denn hier los? Nein, wir hatten keinen Ausbilderbesprechung. Aber wir können doch nicht hier channel. Warte mal, geschätzte Anzahl, Anwärter und Wachtmeister verrecken lassen. Und ich will nicht sagen, ich bin. Burn, du hast doch nur Angst, dass die Anwärter und Wachtmeister das rocken. Ja. Frau Gonzale, die kann ich nicht zugucken. Ich hab grad die Lex des Todes. Wir sind schon durch die ganze Insel durchgeflogen. Jungs, ich kotze gleich. Ruhe. Zu spät. So, Mensch. Über Baum? Ja. Gibt's irgendeinen, wo kein RP-Namen hat, dann bitte. Keine Ahnung. 100 von 100 2 Minuten bannen. Oh mein Gott, wieso die Segen, die hier so haben? It's really? 100 von 100 Leuten? Das ist 100 von 100. Ja, das ist kritisch. Ja, wir gehen jetzt 100 von 100. Wir sind okay, 90. Lass mich raten, es sind bestimmt wieder ohne Ende Leute auf Team Slot, die dann irgendwelche Rebellengruppierungen spielen. Wir haben aber alle RP-Namen. Einer ist weniger. Ich bin drauf. Aber ich hatte gerade eben schon wieder einen, der hieß Sturgeon irgendwas. Und da dachte ich mich wieder, warum lässt Band den noch spielen, wenn der Sergeant vor seinem Namen steht? Sergeant irgendwas in Caps. Wie sieht er? Er denn? Was ist da? Ja, ich komme nicht drauf. Kann ich mal bitte kurz über Hand lesen? Hier, ja. Chase Winks. Ja, hey, warte. Alter! Was? Also kurze Frage, bevor ihr die Prosek ausbricht. Ich bin Kaffeebringer. Krieg ich. Soll ich denn bei der MK20 bleiben? Du wirst ausgewechselt. Ja, gleich. Ja, für Bankausrüstung. Ach so. Hast du getroffen? Okay. Burn gibt dir bestimmt gerne seine Waffe. Der braucht nur einen Taser und macht alle platt. Ja. Wie lange haben wir denn noch in ungefähr aber Zeit? Zum Gold, also ja, nicht. Noch. Ja, sorry. So raus, so einfach aus der Hüfte. Ja, wie gesagt, ich komme no scope, ja. Leider gerade Getränk. Ach, das ist ein Spiel, Alter. Kick dann 50 Spieler so. Random. Würde mal wissen, bitte. Genau. Alter! Man, jetzt stellt mal, wir sehen, ja? Der war auf unserer Spur. Bitte jetzt versuchen nicht zu sterben. Sehr gut. Oder wenn ihr sterbt, dann disconnected. Ja. Ja. Ich lad mal nach, Taser dich direkt. So. Also ich vergewaltige schon meine Enter-Taste. Okay. Ich auch. Ich repariere mal. Der, was soll denn das? Ja, ich wollte ihn ausweichen. Ja, genau, Jungs. Wer will jetzt die Einsatzleitung übernehmen? Ja, ich bin in der Gruppe ein bisschen ins Rutschen. Ich kann gerne. Sascha, die jetzt. Pascal, du bist drauf, ne? Ich bin drauf, ja. Ruf doch mal alle, die drauf sind, in die Einsatzgruppe. Nee, oder die nicht drauf sind, in die Einsatzgruppe. Wir kommen dann hoch, falls wir es schaffen. Gut.
Ich brauche sogar speichern. Das tut mir sehr leid. Du musst speichern. Ja, ich speichere. Die Frage ist, wie die Fahrzeuge aussieht. Ich burn. Gunny, User was moved out of your Gunny, channel. Burn, sonst noch wer? User was Gunny moved out drauf, of your Gunny channel. Okay. User was moved to your channel. Ich bin drauf. Gut, dann wir alle runter, die alle. Ich bin in diesem. Ich bin auch Jason, drauf. Jason, du musst da hin. Ist ein Wunder, dass wir nicht hochgegangen sind. Was? Ihr müsst selber runter, die alle. Ich kann nicht mehr. User was moved out of your channel. Ey, läuft der Timer schon oder was? Buddy was moved out of your channel. Buddy was moved out of your channel. Buddy was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Hat keiner Mass Mover von dem Channel. Ja, das eigentlich immer ein. Was ist denn jetzt, Sascha? Du wolltest wie viel Strider hast du in der Garage? Zwei Stück, wir haben schon drei draußen. Okay, noch gut. Mehr Wenn nicht, ich kann noch einen ausparken. Ja, okay, gut. Wir sind 11 Cops da. 4 passen, 1 Strider. Ja, man muss ja nicht ran voll machen. Ja. Ja. Man kann ja auch 1 Strider vielleicht noch einen Reparationskit. Ne, drei Schön. Personen müssen 1 Strider mindestens rein. Lohnt sich das nicht. Welt zur Luftüberwachung oder sonstiges? Haben die schon irgendwas geschrieben überhaupt? Nein, die haben gar nichts geschrieben. Ja, dann müssen wir die anschreiben mit Verhandeln und sowas. Ja, dann mach ich den Namen hernehmen, bitte. Wer ist Schreiberling? Du machst das als Meier. Cop at all. Wo willst du den Namen hernehmen? Du schreibst einfach eine öffentliche Nachricht, Herr Baum. Ja. Nein, für das denn? Doch, das machen wir immer so, das sollen wir auch so machen. Das ja, einer fährt hin und guckt nach. Nee, dann wird er direkt weggeschossen. Nee, das ist nicht. Ja, gepanzert. Nein, das wird auch nicht gemacht. Wir schreiben eine Cop-Nachricht an alle, so wie wir immer gemacht haben. Weil, sobald wir da vorbeifahren, wird auf uns geschossen. Ja, dann ist es so. Dann wissen wir, dass es eine RP-Wache ist. Deswegen sollst du gepanzert in den Raum. Nein, Maya, du bist drauf. Extra Rollnachricht zu schreiben, ist dumm. Ja, das war aber. Und das ist der Regel, das sollten wir so. Genau, das wird von der. Von euch wurde euch das so gewünscht, dass wir das immer haben? Uns. Ja, von euch. Ja, ist das aber auch gerade völlig egal. Sascha hat gerade die Leitstelle bzw. die Einsatzführung. Der Einsatzführung steht über allen, also wird jetzt eine Rundmail an alle rausgehauen. Ja. Fertig. Ja. Rundmail, ob die Leute da dann auf das App, also auf ein ob sie sich auf die Verhandlungen einlassen wollen oder nicht. Ja, klar, so wie immer. Dass wir da so eine Nachricht gekriegt haben. Das ist ja maximale Spielerzahl, ne? Ja. Yep. Ja. Positiv. Oh, wie steht denn jetzt hier alles? Ich brauch mal einfach nur... Macht die Bank? Ist ja egal, Rinn oder Ruf. Ja, nur von dem einen. Weil ich hab hier einen gerade, der die ganze Zeit vor uns steht und spottet. Ja, du nimmst ihn trotzdem nicht fest. Du weißt nicht, dass er von Rinn ist. Rinn macht die Bank? Weiß man nicht. Von wem werde ich ausgerüstet? Aber das sind 11 Rimmler online. Gunibert rüstet uns bestimmt aus. Nein, ich rüste hier niemanden aus, ich habe nämlich keinen Ausrüster. Da gib mir einen Schlüssel, dann kann ich das selber reingucken. Aber ein bisschen. Maja, hast du Schlüssel dafür? Für was? Ich weiß nicht, läuft der Timer? Sascha, möchtest du noch irgendetwas haben? Ne? Dolph, du musst ja einen Plan machen. Läuft der Timer? Nee, für was ein Schlüssel? Nein, Timer. Left your channel. Keine Ahnung. Sascha, brauchen wir einen Overwatch? Ja, hol mal einen raus. Warte. Chris, kannst du mich kurz hasern? Ich hab Schaden bekommen. Alter, ich komme nicht auf den Server. Ich auch nicht. Hat wer eventuell die Schlüssel? Ja, die Schlüssel für den Ausrüster. Knack die einfach. Okay, dann kommt keiner auf. Sascha? Musst du die Nachricht abschicken, ich wurde geschmissen. Wurde die als Scharfschützen eingeteilt von der Einsatzleitung? Okay, gut, hat sich erledigt. Nein, noch keine Scharfschützen. Das geht schon. Ich wurde rausgeschmissen. Ich bin schon als Scharfschütze ausgerüstet. Ich hab Gilly gemacht. Ja. Wolf oder Emilio, könnt ihr die Nachricht schreiben, bitte? Ich bin nicht auf dem Server, ich komme nicht drauf. Ich brauche den Schlüssel für den anderen Tor. Ja, schreib du, Nick. Kann dann jemand hier mal endlich die RAM vertreiben von den HQ? Ist doch nichts Schlimmes, wenn die da vorstehen. Vertreib sie. Schlimm ist, wenn die vor dem Akku stehen. Warum kann ich die MK1 nicht rausnehmen oder hat die mir jetzt gerade einer geklaut? Nimmt bitte auch SW. Ich wollte sie erst rausnehmen, hab's mir denn doch kniffen. Als Praktikanten. Was? Als Praktikanten, bitte, also Anwärter, SWs, kein MK1. Und ja, wenn hier welche drin sind, dann ist mir das wohl. Ich gebe einfach mal an jeden in meiner Umgebung die Schlüssel, okay? Hab ich auch schon. Ich hab schon alles. Vergessen.
So, ich bin auch drauf. Du musst eine Einteilung machen, Sascha, so, ne? Was, boah, was für eine Waffe darf ich jetzt nehmen? Dö, mit freundlichen Grüßen, ja, die Rim. Ja, können wir die hier direkt festnehmen, die hier stehen? Wir packen die ganz einfach, Jungs, wenn wir damit fertig sind mit Ausrüsten, dann packen wir die einfach ein. Ja, yeah, genau. Nein. Wir dürfen jetzt nicht mehr einpacken. Wir dürften aber rausfahren mit denen und die. Aber das warte mal, du darfst die Fahrzeuge nur nicht einparken, wenn ein HQ-Angriff angekündigt ja, wurde. Ansonsten darfst du jederzeit. Darf man das ist aber gerade Bank. Ist nicht, gibt's da nicht eine Regel, dass Bank und HQ-Angriff. Nein, Bank und Städteangriff. Oh, ist das scheiße. Warte, ich will den Rimleader in den TS. Jetzt nochmal eine Frage für die Anwärter. Praktika an, darf was nehmen? SW. SW. Und nimm eine Weste Stufe 3. SW, hier MXM. Was mit einem Kampfanzug und mit dem Tragegurt? So, dann bitte auch Pascal, kannst du einen Heli auspacken, eine Hellcat? Ich hab keine Hellcat. Ich kann eine auspacken, wenn ich die noch besitze. Wenn nicht, darf ich spotten? Kauf mir eine. Was für eine Weste? 3. Wer das gefragt, mit den Namen bitte auch sagen. Also wenn ihr, kennt euren Namen nicht. Praktikant. Der beste Stufe 3. Okay. Wer wollte snipen? Bösen. Baum und Chase. Jason, Baum, ja, dann nehmt euch MK1, Laser Designator. Ich bin schon equipped, ich renn die ganze Zeit schon fertig rum. Ich kann gut, los. Dann Baum, bist du equipped oder brauchst du noch ja, was? Ja, ich bin equipped. Gut, dann nehmt euch Fahrzeuge und habt ihr Zivilfahrzeuge? Baum und Jason. Wenn ich packe mich jetzt aus. Ja, pack mir jetzt aus, bitte. Jo, mach ich. Und die Limo, glaube ich, aus dem Weg, oder? Ja. Mal gucken. Ah, wessen Sportlimo ist das hier? Die Sportlimousine muss hier weg. Kann sein, dass die, die Ding gefaked wurde, die Bank. Damit wir das machen. Das ja, damit wir diese scheiß Ausrüste rausnehmen. Bei der Dingens, bei der, wurde nicht angezeigt mehr. Der, Tresor. User left your channel. Das wäre echt. Das Alter, wär echt es steht ein mies. Fahrzeug. Ey, Jungs, rennt nicht mal den Spawn rüber jetzt. Ich würde vorschlagen, eine Heli. Ja, ja. Schickt mein Heli hin. Wahrscheinlich die Sportmusine ist hier im Weg, Jungs, die hier steht. Genau. Ja, ich gebe jetzt gerade Geld für eine Hellcat ab jetzt. Maja, warum rennst brauchst du da? Brauchst du nicht, Uni, komm mit. Ich will nicht. Jetzt. Ja, oder dann kommt irgendjemand anderes mit. Dann mache ich das. Jungs, wie alt ist die Nachricht? Ja, du hast den Schlüssel und gib den Jason auch, wenn ihr zusammenfahrt. Ich brauche jetzt eben einen schnell am Hangar, der für mich mit spotten kommt. Ja. Milo, läufst du gerade hin? Ich renne hinten rum und pass hier aufs Hintertürchen auf. Und mach mal die ganzen Lichter von den Fahrzeugen aus, dass wir die... Ganz Halle kommt dahin, glaube ich, Nick. Ja, ich komme. Ja, ganz Halle. Ja, sagt's was an. Mädels. Wenn, und die sich fertig gekippt haben, bitte vor dem Strider hier vor. Warte, wo ich hingehe. Sascha, du weißt, dass die jetzt das HQ angreifen. Warte, Baum ist doch, glaube ich, gerade mit denen am Reden. Wir wissen doch gar nicht, was los ist. Weil das ist eigentlich ja schon echt. Mies. Ja, die Leute, die facen dann bitte. Ja, die Bank wird gefaked. Sonst ja, gut, wenn. Ja, das ist auch. Aber die haben die Bank gefaked, damit die Ausrüster draußen stehen und wollen sie jetzt die Ausrüster schnappen. Ja, klar. Ja. Dann nehmen wir die Ausrüster jetzt und verschieben. Ja, du fährst raus und wirst hochgenommen. Ja, Jungs, wir wissen auch noch nicht, ob die Bank überhaupt gefaked ist. Vielleicht machen wir beides zusammen. Ja, die aber jetzt mal eine einfache Frage. Um Boden legen und beschlagnahmen ist nicht, oder was? Nein, das ist auch scheiße. Dann fahrt die erstmal hinten rum, ist der Wumpe. Wir können natürlich gleich, wenn wirklich es knapp wird, dass wir eine Eskorte machen, den Strider und die Talkboxer beschützen, wenn es eskaliert. Nö, wir packen wir packen die Tag. Hallo Jungs, wir packen die Waffen die ganz alle in den Zweiter rein und fahren dann mit den Zweiter rein. Ihr könnt euch doch einfach an die Dinger ranstellen, packt die Waffen auf den Fußboden, beschlagnahmt die. Jungs, danke dir. Nein, dürfen wir nicht. Also eigentlich ist es ja schon ein schlechtes RP, wenn wir das. Also es sind keinerlei Fahrzeuge oder sonstiges in der Bank. Nicht, gar nichts ist in der Bank. Ja, dann es ist nichts in der Bank, Christian. Es ist nichts in der Bank, das ist nur gefaked. Dreh um. Lass mich auf den Salat heraus, dass ich das HQ-Bild beschützen kann. Genau. Aber da, Jungs, unten an der Tankstelle bei Telos stehen mega viele bewaffnete Rebellen und mega viele LKWs. An dem linken, an dem letzten Solartower bitte die, raus. Die Tore sind auch alle noch geschlossen, also es ist nicht ein Tor geöffnet. Okay, ja Jungs, die positionieren sich jetzt schon. Ja, die haben Hunter und alles und die haben Hunter und so ein Scheiß. Ja, wollen wir die rausfahren, die Bankausrüster?
Wenn was willst du die Dinger rausfahren? Wohin denn? Was ist das für Schwachsinn? Ja, ja, einfach ins nächste HQ verschieben. Ja, das ist auch dumm. Mach mal bitte auf, ich hab keinen Schlüssel. Leute, ist doch jetzt egal. Sascha sagt, was wir machen. Aber nein, der Plan war doch gut. Die Waffen und die teuerste oder die wertvollste Ausrüstung in die Strider packen. Ja, sag ich ja. Die Strider packen mit Daten. Ja, die Idee ist gut. Ja, das Problem ist, wir haben nicht mehr, wir haben keine halbe Stunde dafür Zeit. Die Strider sind doch draußen. Die Minuten hier rumballern und alles umballern, was sie sehen. Ja, okay, pass auf. Dann werden wir jetzt hier versuchen, irgendwelche Positionen auswendig zu machen. Also da ist nicht mehr viel mit. Wir packen mal eine halbe Stunde jetzt die Sachen. Warte, wir machen eine viel einfachere Sache. Kingston, ist das dein Ernst, dass wir die Sachen beschlagnahmen dürfen? Oh nein, mach das doch einfach nicht. Nein, es ist, Alter, es ist kriegen, sogar festgelegt Gott, in den Regeln, soweit ich weiß. Darf ich das? Dann, okay, dann chillt es, dann packt das alles in die Strider rein und fahrt das Haku raus und wir fahren irgendwie Pascal. Die Hallo. Ja, aber es gibt doch eine Leitstelle, die bestimmt doch jetzt, mein Gott. Jungs, jetzt hört mir noch mal zu hier. Es steht ein Hummingbird und ein Tempest auf der Hauptstraße vor der Einfahrt zum Erku. Die fahren jetzt erst wieder weg. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Oh Gott. Ich die Truckbox dann nach hinten, denn die ganzen Strider nach hinten. Ihr stellt zwei Leute ab, die das umpacken in die Strider und der Rest beschützt die Leute einfach. Richtig. Ja, genau das ist mein... Nee, warte mal, warum willst du das in die Strider umpacken? Strider, der Strider ist eben so nicht so schnell wie so ein Bankausrüster. Deswegen wollen wir das ja in die Strider reinpacken. Ja, warum? Ich verstehe den Sinn nicht. Weil damit, wenn wir damit rausfahren sollten, wenn vielleicht nur noch zwei Leute das überleben oder was auch immer der Plan jetzt in der laufenden Schießerei, die jetzt wahrscheinlich losgehen wird, passieren, könnte man mit den Strider besser abhauen als mit dem Truckboxer. So, ich fahre den ersten Ausrüster nach hinten. Das bitte? Problem ist einfach, wenn ihr da umpackt und sobald euch einer da beim Umpacken sieht, schießt er einfach auf euch und ihr was rennt da wie so aufgescheuchte Hühner. Genau, das ist noch eher viel hochgegangen. Leute, also könnt ihr bitte jetzt einfach Sascha entscheiden lassen? Sascha bitte, ja, danke, Wolf. Danke, Wolf. So durcheinander, das geht nicht. Die Idee mit den Strider und den Truckboxer ist, fand ich jetzt gut. Es ist meine Meinung, ich finde die gut. Ihr macht das jetzt, wenn Beschuss auf euch ist. Natürlich hört ihr sofort auf, damit mit dem Umpacken und geht erstmal in Deckung. Aber das Problem ist die Truckboxer. Leute, so es ist doch eine. Es ist doch jetzt eine Anweisung. Ist doch jetzt egal, es wurde gerade beschlossen. Beschlossen, fertig. Ja. Die anderen bitte jetzt einmal okay, passt auf, die schwarze Sportlimousine, die dort rumfährt, ist Rim. Kann ich euch Safecall sagen, die direkt neben dem Hack. Vergesst nicht, ja, die Sperrzone raus. Ja, das wollte ich gerade fragen. Soll ich die Sperrzone jetzt raushauen? So, die Truckboxer stehen jetzt. Die Boxer stehen jetzt hinten. Oder sag ich das ganze Erd. In die Seite rein. In die Seite am besten. Ich brauche auf jeden Fall noch einen, der mit mir auf den Hintereingang aufpasst, wo es zu den Helis geht. So, also wir brauchen wir brauchen jetzt die Strider. Wir brauchen die Strider jetzt hinten. Dafür habe ich keine Schlüssel. Aber geht in die Strider genauso viel wie in die Truckboxer von mir hinter? Nein, aber nur das teuerste. Wie mal ein Viertel davon. Ja, wir haben genug davon draußen stehen. Wenn nicht, dann bleibt der Scheiß, Kleinscheiß, den wir nicht brauchen. Nein, geh nicht höher, das kann ich da unten nicht mehr swappen. Das Wichtigste sind zum Beispiel dann die Flaschen, so Sachen, wo dran die Leute nicht drankommen. Das meine ich nicht. Ja, dann haut da Flashes am besten rein und Waffen. Ja, genau. Wegen was kannst du nicht? Magazine könnt ihr drinnen lassen. Der Winkel von der Kamera, ich kann nicht weiter runter machen. Ja, warte, ich gehe weiter nach hinten. Junge, wer denn stehst du für den Strider? Bitte dann für den Strider dein Umpacken jetzt sofort. Mit dem Schlüssel hast du eine Limousine ums Haku gewonnen. Passt das? Darf ich jetzt die Sperrzone rausgehen? Nein, noch nicht. Nein. Wir haben halt keinen. Kommt vom Airfield rein. Kommt vom Airfield gefahren. Sascha? Nein, noch nicht. Ich steht nicht so weit. Chris, ich bin bei dir. Das könnte euer Tod genauso sein. Weiß ja nicht, ob da steht eine Limousine direkt neben dem Haku. Also, weil das ist Rem. Die schwarze Sportlimousine, das ist Rem. Ja, chillt. Wenn die Sperrzone vielleicht draußen sind, dann gibst du in ein paar Minuten Zeit. Wenn die nicht abhauen, schießt du den raus. Ich muss jetzt halt die Strider knacken und fahr jetzt erstmal rum. Ja. Weil niemand. Wer wird? Hier ausgeparkt. Sieht er den noch? Ich hab die schwarze Sportlimo im Blick. Ich brauch bloß Go geben und dann hat er. Ja, die fahrt jetzt los wieder. Du hast die Nachricht bereit, Meier? Steht links um die Ecke jetzt. Ich kann jetzt nicht mehr drauf schießen. Daniel, du siehst ja, wenn die da an der Wand rumlaufen, ne?
Ja, ja, wenn die hier reinkommen durch das Tor, ja. Ne, du musst mir ja, aufpassen, dass rechts von dir Overwatch ist. Denk dran, ne? Wir spotten die gerade die ganze Zeit, Jungs. Wir sagen uns Bescheid, wenn die irgendwie aussteigen. Also. Die warten wahrscheinlich die ganze Zeit darauf, dass wir irgendwie losfahren zur Bank. Ne, die warten auf die 10 Minuten. Wahrscheinlich sind die noch nicht vorbei. Ja, kann einer bitte jetzt mittlerweile mal schnell gucken, wie viel Zeit die noch haben? Ich hab schon immer mal. Wie willst du das denn nachgucken? Jungs, bitte einmal zuhören. Am RAQ sind 3, 4, 5, 6, 7, 8 bewaffnete Rebellen. Wo? Am RAQ direkt. Am Airfield beim Auto. Ist gerade noch eine Limousine gekommen. Was zeige ich mit der Sperrzone, Guni? Habe ich gerade gefragt, ob ich die raushauen soll. Ja, nein, noch nicht. Und wer man sieht, natürlich zeigt nur eine Sportlimo. Weil niemand halt die Strider umparkt. Okay. Eine Person zu Fuß vom Airfield Richtung. Ja, kommt auch ein Hummingbird, Jungs. Ja, was macht eigentlich jetzt noch Baum da oben mit Rim? Die aimen gerade euch. Achso. Ja, wahrscheinlich greifen die nicht an, solange die da verhandeln. Stimmt, der redet mit denen noch. Ja, der kauft uns Zeit. Der kauft uns Zeit. Jetzt schnell umpacken. Ja, das macht er schon die ganze Zeit. Was ist mit den Stridern los? Die werden geknackt, weil wir keine Schlüssel haben. Bordemo zieht ab, Jungs. Wenn ich das Ding gleich. Ich sag dir gleich Bescheid. Ich knack jetzt den dritten Strider und geb den Key rum, dann los. Kannst du den rausholen. Im Einsatz dann auch bitte ruhig sein, danke. Ich hab jetzt die Standardsperrzone, gell? Also sehr geehrte, das... Ja, klar, natürlich. Ja, klar. Ich glaub, der ist kein extra Roman. Also, Jungs, die bewaffneten Rebellen am Airfield teilen sich jetzt auf in einen schwarzen SUV und in einen Hummingbird. Ja, die wollen vom Hummingbird runterschießen. Das ist kein auf den Außenbänken. Nur ganz kurze Frage für mich, habt ihr irgendwelche Bezeichnungen für irgendwelche Eingänge, Seiten, irgendwas hier noch vom RAQ? Bitte einfach nur mit Rot auf der Map mit T die Tangos markieren. T1, T2, T3. Ja. Mit Rot. Mit Rot. Und wenn ihr einen Tango ausschaltet, dann geht's bitte durch und entfernt die Markierung. Warum kann ich die Farbe nicht ändern? Kannst du ist mit Pfeiltasten rechts. Geht nicht bei mir, ist nur schwarz bei mir. Nein, Shift und dann Pfeiltaste hoch. Moment, Gott startet, Jungs. Ah, okay, danke. Bitte. Hummingbird ist einer draußen auf der Bank mit einer Waffe. Der kann aus dem Hummingbird nicht rausschießen. Aus dem Hummingbird kannst du jetzt raushauen. Ey, brauchst du nicht. Schakonwurf abgebrochen. Warum? Really? Ja, weil. Habt ihr eigentlich die Fahrzeuge eingeparkt? Nein. Das dürfen wir ja nicht. Wir sind am Umlager gewesen. Die Bankausrüstung sind eingepackt worden. Nein, die stehen hier hinten. Komm. Ich hab sie jetzt gesehen, sorry. Ja, aber die haben es wohl, was weiß ich. Was? Abgebrochen, keine Ahnung, frag mich nicht. Warte, bleib mit dem Helikopter auf Posi. Du hast doch mit denen gesprochen, was ist denn? Ja, die haben gesagt, die blasen uns einfach nur ab. Weil die schwarze Sportnummer fährt immer noch am Haku rum. Weil ich die Entscheidung in den TS gerufen habe und den Leader zum Gehalt und das. Jungs? Die fährt immer noch rum. Toll, ja, dann bin ich jetzt so weit vom Haku weggerannt, dann hier wiederkommen. Ja, pass auf, die haben es per Dinge noch nicht abgebrochen. Also, der kann mir auch nur Scheiße im TS gerade erzählt haben. Ja, eben. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass sie jetzt die Bank machen wollen stattdessen. Wir haben ja noch da gerade einen Spot auf dem Solartower, der würdest du sehen. Ich sehe es auch. Wir haben ja noch einen Overwatch. Christian, haben die einfach gesagt, nö, jetzt sind wir beleidigt, jetzt machen wir nichts mehr? Also, nee, die haben gesagt, ja, nee, dann brechen wir die Aktion ab. Ja, gesagt. Was ist denn das für eine Assi-Aktion? Ja, kann auch nur Bullshit gewesen sein. Theoretisch war es total schlau. Aber an sich, die haben doch dadurch zugegeben, dass sie Bank angefaked haben und den Haku-Angriff gemacht haben, nur um an den Bankausrüster zu kommen. Ja, na und, das war ist doch gar nicht schlimm. Ist auch total schlimm. Ja, das müssen wir aber, Jason, das. Ich finde die liegen kacke, so wie sie jetzt sind. Das müssen wir Jungs, die Sportnummer kommt wieder. Es ist aber halt einfach eine Unmöglichkeit, dann können wir halt eigentlich gar nicht mehr aufrüsten. Hau einfach mal die Sperrzone raus. Ja, das müssen wir per Regelweg. Ich hau doch jetzt keine Sperrzone raus. Wenn der Bank gerade stattfindet, dass nicht ein HQ-Angriff noch da hinterherkommen kann, weil... Stell dir mal vor, wenn dieses ganze Gear, was da jetzt in den Fahrzeugen drin war, die Zivilisten in die Hände kriegt. Ja.
Das ist ja nicht lustig. Das ist schließlich ist schon einmal geschehen. Legt einfach mal falls klar in der Regel festsetzen, ab wann ein HQ-Angriff geschehen, da wir so ja. Wie es jetzt in der Regel steht, kann ein HQ-Angriff aus Jux gemacht werden. Jungs, packt ihr weiter um? Chris? Ja. Die Boxer sind leer. Ich leg hier einfach mal ein Nagelband, weil die fährt hier dauernd lang. Ja, das war eilig. Kommt wieder. Die kommt jetzt. Nee, Sportuhr kommt jetzt. Rein. Schnell, die Sportuhr kommt jetzt. Ja, er hat's, glaube ich, nicht gesehen. Nee, er legt das Nagelband auf die Straße. Ja, ich will nur nicht, dass sie so nah hier lang fährt. Er legt mal Nagelband auf die Straße. Dann könnt ihr das Zeug jetzt aus der Bank, aus die Schweine, ich sagen, an die Bank ausrüsten. Ja, die haben es halt. Die haben es halt, wir hängen noch nicht. Ja, müssen sie auch nicht abbrechen, wenn die wenn die jetzt 10 Minuten sind, locker rum, das sind schon bestimmt 15 Minuten. Und wenn die jetzt nichts machen, dann können wir das selber abbrechen. Also, wenn wir jetzt dann keine nicht Stunde einfach warten, nicht weiter ist das dann nicht auch weg? Ja, nee, nicht einfach, das gehört den Leuten, die das halt ausgepackt haben. Packt es wieder in die Bankruster zurück und dann packt alles ein und dann normal Streifen auf Giant wieder. Alter, ja, die verarschen, ich weiß doch nicht mehr, in welchem war. Ja, ist ja scheißegal, pack es einfach rein irgendwo. Jetzt nimmt man die scheiß Sportlimo dort jetzt endlich hops, Mann. Darf ich die Reifen disable? Wenn das jetzt die Rippe ist und die Hops nimmt, dürfen die wieder auf uns ballern, ne? Ja, also doch. Ja, liegt einfach nur Nagelband, dann dürfte das keine RP-Eröffnung. Nee, aber der cruist die ganze Zeit drumherum um das Teil. Polizei Ollnachricht, dass ich. Warte, Sport. Wie hebe ich denn das Nagelband auf? Unverzüglich. Hinstellen dann wieder. In der Nähe auf, des aufnehmen. Polizeigeländes zu entfernen hat. Also mit Scrollrad kannst du es auch. Achso, okay, ja, nicht mit Windows wie. Ich leg mal auf die Hauptstraße hier beim. Ja, sei mal vorsichtig. So, pass auf, der kommt ja gerade lang. Er fährt halt weiter einfach. Er ist auf der Straße Richtung Go-Kart gerade gerichtet. Er hupt da auch rum. Wenn nicht, dann red einfach mal mit dem. Ich hab einfach mal eins gelegt, so. Ich markiere es jetzt gleich. Jetzt ist über der. Da kommt irgendwas. Der Chesna! Die macht Alu Akbar und Taku. Wäre doch geil. Der wird zum Japaner. Ja, die Limo fällt jetzt auch wieder weg. Das hat die gerade eben dreimal gemacht, ist auch immer wieder gekommen. Vor der Medion, und dafür hast du mein Gefecht aufgegeben. Du hast eh verloren. Na gut, dann pack die Sachen wieder um und dann, auf den Dienst. Wir machen den Grimm dann so viel Stress, ey. Ja, weil sie mit den anderen Gruppierungen Schwänze lutscht und nur gegen und dementsprechend dort nicht viel macht. Fragebesprechung jetzt erstmal zu Ende führen oder wie machen wir's? Weiß denn noch irgendjemand, wo das Thema war? Ja. Sorge, nicht erschrecken, ich muss die eine Rucksackladung leider explodieren lassen. Wie gesagt, rein theoretisch könnte ich immer noch den Banktresor knacken, ne? Die Türen sind alle zu. Wir haben noch nicht mal die erste Tür geöffnet. Explosion! Du Assi. Ich hätte gedacht, wenn da jetzt die Sportlimo angefangen kommen wäre. Warte mal, kommt jetzt wieder? Wieso legst du denn überhaupt eine Bankladung hin? Jungs, weil ich die für wieder? Die Bank gekauft habe. Nagelband liegt noch. Wollen wir die nicht wegtun oder so? Fragen Bird? Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, Sportlimo kommt wieder. Nagelband liegt noch bei mir. Sportlimo macht langsam. Macht ganz langsam. Steckt aus. Nein, fast. Digga, ich hau hier gleich eine Sperrzone raus und baller den einfach um. Kurz ab, der wollte mal stehen bleiben. Sollen wir jetzt noch in der Luft bleiben oder landen? Wir landen. Erstmal. Bittet ihr mich eventuell noch vom Zerwarter abholen? Ja, kann. Bleib oben drauf, wir kommen nach oben. Was soll ich jetzt meine Ausrüstung machen? Du genommen machst einfach wieder in den Bankausrüster rein. Pascal? Ruf dich mal ganz kurz. Warte, machen wir jetzt die Besprechung noch zu Ende. Buddy was used on the channel. Oh, ich sehe da ein kleines weißes Fünftchen auf dem Tower.
glaube ich gerade nicht im Channel. Ein kleines weißes Pünktchen. Hm? Ja, man sieht dich nur als kleines weißes Pünktchen. Hast du Arsch jetzt gerade auf uns geschossen? Ja. Gut, dann darfst du laufen. Alter, Jason. Unser Heckrotor ist beschädigt. Ja, unser Heckrotor ist orange. Ja, komm her. Ja, wir können halt nicht mehr, wir schwanken jetzt die ganze Zeit, ne? Ach Quatsch. Buddy left your channel. Du siehst es, wir drehen uns automatisch. Schwierigkeit ist gerade erhöht. Ich kann das Scheißding nicht versichern, ist es dir bewusst? Zahle ich dir das halt. Gut. Buddy left your channel. Okay, ich schluss ab. Da habe ich 35 Wasserflaschen dabei. Du hast eine Sportlung in so einem Hangar. Weil du Wasserjunkie bist. Das ist doch super, wie du hier landest. Wenn du nie unbedingt in den Hangar reinfliegst. Oh, alles hier umgelagert. Ach, das ist doch scheißegal. Oh, Alter. Ich geh. Was macht ihr für einen Stress, Mann? Wissen hier noch, Küstenbaum, du bist... Guck mal, eine Hellcat ohne Propeller, sieht aus wie so ein... Das ist richtig, kleiner Mann. Ja, von 60 auf 0 in einer Sekunde. Aber es geht doch. Das sieht aus, ja. Bin mal fix eine rauchen, ne? Lululu. Lalala. Setz mich... Was noch? Jungs, gewöhnt euch mal bitte an, wenn ihr Zeug in die Bank ausrüst reinpackt, Waffen, macht die Offsetzer runter. So, ja. Ich bin einfach gestorben. Einfach nur so reingeschmissen, wie es war, ne? Ja, weil das ist... Hallo? Tot. Ich bin tot, weil der Ausrüster sich bewegt hat. Klingt das mal ernst? Warst du das auch? Was? Hast du ihn auch? Bist du so ein kleiner Troll? Hast du auf Umdrehen gedrückt? Warum sollte ich? Warum sollte ich? Du hast uns den Heck runter im Arsch geschossen. Also Jungs, könnt ihr jetzt die Sachen jetzt wieder einpacken, dass wir jetzt Streifen jetzt machen? Ja, ich hatte mich gerade umgerüstet. Meine scheiß MK1 hingepackt, ich Rindvieh. Ist nicht schlimm. Wäre jemand so freundlich, meine ganzen Sachen aufzuheben? Lol. Wir hatten seine Penisinen da reingepackt. Buddy joined your channel. Deine Koffer liegen so, dass man da nicht rankommt, weil die am Auto direkt dran liegen. Unpraktisch, da muss erst der Bankausrüster weggeparkt werden. Welches die Eigen? Ja, Buch, sorry. Oh, sorry. Na gut, ging's nicht. Ich bin kurz rausgetappt und beim Reintappen, ja, wisst ihr selber. Habt ihr alles mit. Beim Reintappen aus dem jemanden Headshot gegeben. Wo ist ein Goodie eigentlich? Jetzt hab ich mein Visier im Bankausrüster vergessen. War oh, super. Wo ist denn jetzt? Ich brauche jetzt mal ein Opfer. Zahl? Nee. Das Opfer sitzt im Polizeirad, aber den findest du bestimmt irgendwo auf der Map. Kannst du auch einfach Nick nehmen hier, Williams, Chris. Ich hab da Chris den erschießen. Du minderwertiges weißes Stück dort unten am Boden. Hier rennt schon so rum, hier rennt schon so rum. Ja, mach's weg, bevor es Feuer legt. Ja, Jungs, könnt ihr jetzt die Sachen hier bitte wegpacken, dass wir ja, da... Ja, wird doch gemacht. Ey Gott! Ich hab dir den Fuß geschossen! User joined your channel. Ich hab dir nur den Fuß geschossen, ich weiß nicht. Nee. Johnson. User left your channel. Aber instant. Wie er da liegt, Alter. Ja, so sieht Verrat aus. Also, ich glaub, sein Bein ist gebrochen. Ey, der wurde so in den Arsch gefickt, so sieht das aus, Mann. Jungs, jetzt parkt doch die Strider weg und die Bankausrüster, dass wir jetzt Streifen diesmal. Das ist ein Depp mit den Füßen, Alter. Man merkt, dass du ein großes Kaliber hast. Fasern konnte ich einpacken, mal gucken. Der Fuß ist nicht mehr vorhanden. Meins. Wo ist denn Pops? Werde ich wieder aufgestellt oder nicht? Medic ist schon da. Wow. Guck mich an, Alter. Ist First Offline gegangen? Ja. Achtung. Oh, die Fotze. FBR hier liegt, ist auch noch top. Habt ihr das Equip wieder reingelegt in die Bankausrüstung? Oh, vielleicht hat man dich nicht gehört. Vielleicht musst du noch ein bisschen mehr rumschreien.
Ja, ich will jetzt auch nicht ausrasten. Wer schon? Ich suche gerade meine Fliegerbrille. Oh mein Gott, ich bin drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du. Wow. Warum packt ihr immer die Beinbeine runter? Ey, Jungs, der beste Moment ist halt, wenn ein Bankrüster komplett leer ist. Weise. Das ist nicht schlimm, hat der eine halt auch das Geld aufgegeben. Jetzt war sowieso Jason Stiller, ich. Wow. Ich könnte auch noch den nächsten Bankausrüster auspacken mit einer im X drin. Ah ja, Bankausrüster weg. Was? Pack dein Bankausrüster weg. Ich hab keinen Schlüssel zu dem. Hier hinten steht dein Bankausrüster. Jason, du musst deine Sachen wegpacken, bitte. Nicht die meine, das ist Kingston. Nur ein Wort, Herr Johnson. Ganz hinten ist deiner. Da. Wow. Alter, ich glaube, ich werde nicht mehr aufgestellt, ne? Doch, der Medic ist gerade zugange. Bei mir? So, Kingston. Kingston, Wangos, was ist er weg? Schönen guten Tag. Moment, ich geh mal kurz hier aus dem Weg. Also, Dankeschön, dass du mir geholfen hast. Das ist meine Aufgabe. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Er muss mal Bomben noch. User joined your channel. Buddy left your channel. So, wer war Leitstelle gerade? Wird's weitermachen. Auf jeden Fall, vielen Dank. Ja, okay. Kannst du wieder weitermachen? Ja, dann. Los, gar kein Problem. Teil der Besprechung dazwischen. Herr Johnson, haben Sie jetzt meine Sachen aufgehoben? Gehört zur Feuerwehrstelle. Ich wünsche Ihnen dann allen noch einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Erfolgreichen Dienst, schönen Tag noch. Jo, dasselbe, danke, tschüss. Lol, drei Leute haben diese scheiß Leitstelle. Gunibär! Ja, ich kann ja niemand mehr abnehmen. Ich spotte ein bisschen mit der Cessna wieder, das ist doch mal cool. Wow. Gunibär hat mein Loot geklaut. Oh, Dolph. Oh, soll ich den Tempo bringen? Ja. Ich habe aber leider keinen. Tut mir leid. Das war klar. Oh, der ist ich hab nur scharfe Patronen für dich, Dolph. So, hat irgendjemand einen speziellen Wunsch, mit welchem Anwärter bzw. Kappelbringer er will? Wow. Der ist immer zu fett, die Dicke runterzukommen. Niemand, weil dann ist es total random. Sehr gut. Bin ich auch normal, Typ? Da bist du, glaube ich, hier falsch. Da musst du dich auf einem anderen Server Chances bewerben. Ja, das ist recht. User was moved out of your channel. Buddy was moved out of your channel. I guess we were so. Ja, beziehungsweise call das hier raus. Ja. User was moved out of your channel. So, der Praktik kriegt den höchstrangigsten. User was moved out of your channel. So, Dolph. Kennst du Meier? Willst du mit Meier? Mir ist scheißegal. You were moved. Oh, nee! Hallo. Ah, mein Dolph. Na, alles gut. Ja, bei mir schon. Und bei dir? Ja, ja, auch. Außer, dass Gunibert Johnson mein Loot geklaut hat. Ich spreche ihn drauf an und er rennt einfach weg. Warum hast du kein Geld? Nicht viel, ne? Aber passt schon. Jetzt gerade habe ich 900.000. So, die 100 an alle Streifen. Wir haben jetzt drei Streifen im Dienst und die Leitstelle fliegt mit einer Cessna rum und spottet die Drogen und alles weitere. 100 Ende. Flasche 200.000? Nein, 900.000. Oh, das reicht doch. Ja. Außer es gibt noch mehr Kollegen, die so geier sind. Da werde ich irgendwann arm. Wir müssen bedenken, wir brauchen eine Behindertenquote und ja. 100 hört. Können wir den Dispatch an der Eisenschmelze übernehmen? Komm. Ach scheiße, ich brauche nur einen Schalldämpfer. Hier, die 100, hab kein Dispatch bekommen, bin erst neu auf dem Server gejoint, komm. Wir werden trotzdem zur Eisenschmelze fahren, da kommt hier, die 100, los ist. Ja, geht dem einfach nach, aber sag mal kurz, was da los ist, komm. Geht dem einfach nach so und geht mir nicht auf den Sack. Das soll ein so hört sich an, bei sein. Da wollen wir noch gucken, was ist da los ist, ob da noch irgendwelche Täter sind. Psst, komm. Idiot, dann fahrt dorthin, macht das, nimmt, wenn ihr noch Verstärkung braucht, die 150 mit dazu, komm. So, verstanden. Wir gucken erstmal, was los ist und dann funken wir
170 Ende. Psst. Jetzt kommt der Fetzer. Abschieben. Da. Mein Auto hier. Wo bist du? Sportlimo ja. Hier? Ja. Bund, Double, ich sage, es ist extrem ungewohnt, dich mit einer kleineren Waffe zu sehen. Das hat mich nie interessiert. Eigentlich habe ich sowieso immer nur MK1, wenn 7-6 Tor gespielt, maximal. Gibt's ja nicht mehr. Burn ist immer mit einer LAR rumgelaufen oder so. Gibt's hier nichts Größeres? Ich habe doch eine Martin schon mal gesehen, meine ich, oder? Nö, gibt's nicht. Okay. Es gibt maximal MK14. Okay. Aber halt Laser Designator und der Schall. Ja. Extrem okay. Fahren wir jetzt auch zu dem Einsatz, oder was? Nö. Warum hat mich nur letztes Mal angemotzt? Wer sieht mich noch einmal ohne Sirene durch den Checkpoint mit 300 fahren? Jetzt hab ich sie kurz angemacht. Wer ist denn vor uns? Keine Ahnung. Von Ziff. Aber der fährt eindeutig zu schnell. Sollen wir kontrollieren? Ja, mach mal. An. Hier spricht die Polizei. Fahren Sie sofort rechts ran und bleiben Sie im Fahrzeug sitzen. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Guten Tag. Slasher 470 an der Eisenschmelze wird geschossen. Wir brauchen Unterstützung. Psst. Kommen. Hier die 100, soweit verstanden. Trennung 150 für die 100, kommen. Psst. 150, ja. Psst. Hier die 100 mitgehört, kommen. Sie angehalten haben. Psst. Ja, also verstanden. Stark davon aus, dass ich wir werden zur Unterstützung dazu kommen. Ja, waren Sie die 100 so verstanden, ja, 100 dran, Ende. Und haben Sie denn Ihren Führerschein dabei? Ja, den habe ich dabei. Dann können Sie mir den mal bitte zeigen? Augenblick. Hier bitte. Ach, perfekt. So, Herr Kollege, Herr Green, können Sie mal ganz kurz den Fahrzeughalter überprüfen? Den Fahrzeughalter? Ja. Kann ich machen. Ja, gut. Ja, wissen Sie denn überhaupt, wie schnell man hier fahren darf? Ich bin mir nicht sicher. Ja, hauen Sie raus. Was denken Sie denn? Ich denke hier mal so an die 60, vielleicht 80. Ja gut, dann fahren Sie wenigstens zu langsam fahren, aber in Ihrer wäre ich Sie gewesen, hätte ich lieber mehr geantwortet, weil so hätten Sie jetzt im Prinzip noch viel zu schnell gefahren, weil eigentlich die Geschwindigkeits- oder die Maximalgeschwindigkeit hier auf der Schnellstraße 130. Okay. Ich habe es ganz schön eilig. Ja, wo müssen Sie denn hin? Ja, ich muss halt hier zur der Eisenverarbeitung mein Fahrzeug wieder abholen. Die Matrix hat mich schon wieder mitgerissen. Achso, ja gut, dann möchte ich Sie nicht ewig stören. Aber dann spreche ich Ihnen trotzdem eine Verwarnung aus, Herr Cramery. Genau. Ja. Wenn wir das nächste Mal Sie nochmal mit überhöhter Geschwindigkeit erwischen, dann müssen wir leider in Bußgeld austeilen. Und, ja. Das sehe ich ja. Gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ja, einen schönen Aufenthalt auf den Insel. Ja, okay, danke. Schönen Tag. Tschüss. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ich habe keine Fahrzeugkontrolle mehr gemacht. Habe ich einen Schlüssel? Ja, habe ich.
Da kam Einsatz rein bei Eisenschmelze. Mhm. Aber Burn hat zugeteilt und wir waren nicht. So. Nein. Wie war die Bank? Ja, war ja keine, war ja eine Fake-Bank. Die wollten ja einen Base-Raid machen und wollten an die Ausrüster ran. Oh, ja, ich wurde rausgeschmissen von Arma. Okay. Hier, ich höre Schüsse irgendwo. Vor uns. Ja, Eisenschmelze, das ist, wo vorgefunkt wurde. Wir sind näher dran als jeder andere, ne? 570. Wir bräuchten eine Sperrzone für den Eisenbearbeiter. Psst. Hier die 100 so verstanden, das müsste bitte der Herr Meier machen, weil ich diese Nachricht nicht aus der Docs-Datei herauskopieren kann, weil der Link irgendwie falsch ist. Also Meier, Feuer frei. Ja, Ende bei. 100 Ende. Eisenschmelze, gell? Ja. Ich nicht. Ja, warte mal. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Er hätte sie selber schreiben können. Warum? Er war nur zu voll nachzugucken, ob es jetzt geht. Okay. Ja, Guni, was ist jetzt? Komm denn ins Flugzeug. Oh. Alter. Leitstelle für die 150, bitte kommen. Die 100 hört, komm. Bitte einmal die beiden Streifen zusammenlegen. Bei Eisenschmelzen. Hier die 100, schon passiert. Psst, 100, was macht der jetzt? Hier spricht die Polizei. Fahren Sie sofort rechts ran und bleiben Sie im Fahrzeug sitzen. Ja, bleiben Sie im Fahrzeug sitzen. Ja, Jungs? Haben Sie gerade nicht zugehört? Mein Kollege meinte, Sie sollen im Fahrzeug sitzen bleiben. Ich habe nichts gehört, Entschuldigung. Ja, warten Sie, gucken Sie mal. Hier spricht die Polizei. Fahren Sie sofort rechts ran und bleiben Sie im Fahrzeug sitzen. Ach so, sorry, ich auf Karte. Ja. Ja, ne, es geht nur darum, wenn schwer bewaffnete Leute und dann. Wenn es ab und zu Probleme gibt, ja. Wissen Sie denn, warum wir Sie angehalten haben? Nein. In der Sperrzone, kann das sein? Nee, die Sperrzone ist ja. Wir müssen mal nachprüfen. Wie sind es denn? Oh, 1,3, das wäre noch akzeptabel, vor allem weil es hier Hauptstraße ist. Aber es geht um Ihren Fahrstil. Wie sind Sie denn hier rumgefahren? Ja, ich wollte schnell zu meiner. Warum fährt der Typ so langsam hier? Ja, bitte einfach weiterfahren. Bitte weiterfahren. Sie blockieren hier die Hauptstraße. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Können Sie mal aussteigen? Ich verstehe Sie leider nicht. Herr Kollege, ich mach kurz mein Auto aus, okay? Ja, machen Sie. Ich muss mit dem Herrn sprechen bezüglich Gesetzeswidrigkeiten, die gebrochen wurden. Beziehungsweise Gesetze, die gebrochen wurden. Ja gut, das können Sie ja dann im Bürgermeisterfunk machen. Ja, die Sache ist halt, Sie kennen, wenn Ihr Bruder stirbt, ja, 2 Kilometer Abstand. Ja.
Der Herr müsste sich eigentlich 700 Meter von hier entfernen, und zwar Richtung Kavala. Oh. Jo, ich will alles im Airport zu meinem Freund. Dann müssen Sie leider 15 Monate warten. Monate. Oder grob umfahren. Ja. Das stimmt. Wollen Sie mich gerade verkackeiern? Ich fordere doch keinen riesen Umweg, wenn ich zu meinem Kumpel zum Airport will. Na gut, wenn die Bürgermeister sagen, dass sie das müssen, dann müssen sie das eben. Als ob ich mal durch die Haderwahl hier um zum Airport zu kommen, können Sie vergessen. Ich würde aber mal kurz vorschlagen, wir gehen alle von der Straße runter. Sicher ist sicher. Ja, ich muss jeden Moment hier weg. Ich wollte nur sagen, passen Sie nicht, sagen Sie Ihren Kollegen Bescheid, Sie sollen aufpassen, auf wen Sie das nächste Mal schießen, ja? Nicht, dass Sie hier den Falschen erwischen und es dann ausatmen. Psst. Ready, Mann. Moment, haben die getötet? Hä? Was wollte er jetzt von mir? Ich glaube, er wollte Sie darauf hinweisen, dass Sie wahrscheinlich zu nah an einem Ort sind. Hey, das ist mein Gerät sogar. Ja. Ja. Alter, das war doch mein Gerät. Wieso fährt denn jemand anders mit Ihrem Gerät und warum sind Sie dann mit einem anderen Auto gekommen? Passen Sie auf, ganz einfach. Das ist eine Geschichte. Ich war gerade beim Airfield, Eisenschmelze. Kumpel ist am Airport, er wartet auf mich. Ich wollte nur meine Tour zu Ende machen. So, dann wurde ich von den BA-Jungs, bin ich sicher, überfallen von den netten Herren. Die haben mich abgeschossen. Und ja, jetzt wollte ich gerade wieder zum Airport fahren zu meinem Kumpel, weil er auf mich da wartet im Helikopter. Und ja, deshalb wollte ich hier lang. Es ist mir aufgefallen, dass es mein Tempest ist. Die hat mich halt überfallen. Ah ja. Sie wurden abgeschossen und stehen immer noch hier. Interessant. Ja, weil ich zum Airport fahren wollte. Das ist mein Kumpel. Ja, kennen Sie Pommes? Zum Essen, ja. Na gut, Sie kennen es nicht, okay. Na, Sie befinden sich ja hier auf der Insel und wenn Sie normalerweise getötet sind, dann können Sie ja nicht nochmal irgendwie hier sein. Aber ja, ich kann zum Airport fahren zu meinem Kumpel. Tod ist tot, ne? Ja, aber ich kann aus dem Airport fahren. Ja, wenn Sie tot sind, nicht. Aber wenn ich neu gespawnt bin, kann ich aus dem Airport fahren. Kollege Meier, ich glaube, wir müssen den medizinischen Dienst mal bemühen. Ich glaube, der Herr ist verwirrt, geistig. Ja, ich werde mal den medizinischen Dienst anrufen. Nee, ey, Jungs, wollt ihr es von mir? Wenn ich doch tot bin, dann spawnen wir neu in Kavala. Ist klar. Oh mein Gott, ich darf auch nicht mehr zu den Orten, wo ich getötet wurde. Ich glaube, der Herr ist Sektenanhänger, der glaubt hier an irgendeine Wiedergeburt. Was für ein Ding? Klar, sind Sie vielleicht so ein Sektenanhänger oder sowas? Mikrofon muted. Ich bin gerade verarscht. Ich weiß jetzt nicht, also Sie sprechen hier irgendwie von Wiedergeburt oder so. Hä? Was für Wiedergeburt? Ja, Sie haben doch gerade gesagt, Sie sind da gestorben. Buddy joined your channel. So, der Mediziner ist unterwegs. Also, psychischen Test, ja. Ich habe gerade festgestellt, ja, der Herr ist glaube ich, ein Anhänger von einer Sekte oder sowas, der irgendwas mit Wiedergeburt. Jungs, wollte mich gerade verkackeln. Wieso, ja, was ist denn los? Ich wollte zu Kumpel zum Airport. Ja, aber Sie haben uns doch gerade erzählt, Sie sind gestorben. Ja. Ja, aber wie können Sie dann wieder hier stehen? Ja, Sie müssen geistig ein bisschen verwirrt sein, glaube ich. Ah, da kommt der medizinische Dienst. Nee. Ich fühle mich gerade vielleicht verkackert. Den hätte ich vorhin gebraucht. Ja, bitte einfach weiterfahren. Ja, der Mediziner macht jetzt gleich mal einen Test mit Ihnen und prüft, ob bei Ihnen oben drin alles in bester Ordnung ist. Das ist jetzt ein Witz, oder?
Guten Tag, der Herr, keine Ahnung, was hier mit dem los ist. Auf jeden Fall redet er uns die ganze Zeit vor, dass er irgendwie gestorben ist und dann auf Spawn gedrückt hat, Zitat. Und dann, ja. Ja, das verstehen wir auch nicht. Also, ich glaube, der ist vielleicht geträumt. Der ist Sektenanhänger oder irgendwie sowas. Was wollen Sie mal mit Sektenanhänger von mir? Ja, Sie erzählen immer was von Wiedergeburt. Was ist denn passiert? Ja, ich wurde wiederbelebt. Also, Sie meinen vielleicht Reanimierungsmaßnahmen? Die 120 ja. Für die 100 kam. Ja, dann ist da alles gut. Wo wurden Sie denn wiederbelebt? Es ist aber ein Unterschied. Wiederhole. Die 120 für die 100 kommen. Achso, und dann kommen sie hier aus Kavala. Hier die 100, da ist eben eine dicke Xian am Kokain verarbeitet gelandet. Könnt ihr ja vorbeischauen, was sie da machen kommen. Ja, so verstanden, man muss auch wieder kurz zu Ende kommen. Hier die 100, verschlau nicht das bitte. Sound Meter. Ich bin gefahren, dann bin ich in meine Garage, hab meinen schönen BMW rausgeholt, wollte zum Airport fahren. Aha, das deckt sich aber jetzt nicht gerade mit der Geschichte, die sie uns gerade erzählt haben, ne? Warum? Sie meinten doch, sie wären irgendwie zu Tode gekommen an der Eisenschmelze und meinten dann, sie wären gespawnt, hieß das Wort, glaube ich, und sind dann hier hingefahren. Da ist irgendwie ihr Tempest Gerät an uns vorbeigefahren, obwohl sie ja hier stehen und dann, hä? Ja, der Herr Mediziner, warum wir Sie geholt haben, ist, wir wollen dem Herrn einen psychischen Test machen lassen. Das Problem ist nur, wir wurden gerade von unserer Leitstelle angefunkt und müssten zu einem anderen Einsatz Sound der resume. Priorität hat. Deswegen, könnten Sie sich um den Herrn kümmern? Weil ich glaube. Natürlich kann ich machen, das ist ja kein Problem. Ja, ja gut, dann Herr Green, dann müssen wir weiter. Mikrofon, alles klar. Und dann einen schönen Tag. Umteil auf den. Ja. Oh, danke. So, der Herr. Kommen Sie mal. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Meine Fresse. Stell dich mal. Wie kann man denn so. Naja, was war denn der Einsatz? Wir sollen zum Kokainverarbeiter, da ist angeblich nichts Syrien gelandet. Wir sollen mal hinfahren. Aber ich guck gerade, wir müssen vorher noch tanken. Aber nicht zur Plantage, sondern zum Verarbeiter, ne? Okay. Aber wenn da eine Xyan ist, dann kriegen wir den höchstwahrscheinlich sowieso nicht, weil der einsteigt und wegfliegt. Naja. Weil der drin ist, kriegst du den mit 6-5 nicht mal raus. Ja, pass auf. Wir machen das so, du fährst volle Pulle rein. Ich spring in einer Fassrolle aus dem Auto. Ja, wie Bruce Willis in Stirb langsam. Ja. Und werd dann, während der abhebt, in das Flugzeug reinspringen und zwingen ihn dann zur Landung. Ja, ist das ein Plan? Ja. Die 120 für die 100 kommen. 120 hören? Hier die 100. Seid ihr schon am Verarbeiter kommen? Alter. Oh, fuck, funk mal. Hier die 120 negativ. Wir mussten gerade noch schnell tanken, sind aber jetzt wieder auf dem Weg. Hier die 100. Wenn ihr halt die Xyan verpasst, bleibt einfach da stehen. Da kommen in der nächsten Viertelstunde noch 3 LKWs vorbeikommen. Die 120 hat so verstanden. Hier die 100, wenn ihr noch Leute benötigt, holt euch die 150 bzw. 170 dazu, je nachdem, wer näher gerade da ist. Komm. 120 hat so verstanden, komm. 100, Ende. 120. Aber guck, ob ich noch hinfinde. Warte, ich glaube, ich bin schon falsch gefahren, gerne sein. Natürlich. Nee, ja, egal. Fahr jetzt ab. Ich strecke zum Marihuana-Verarbeiter. Ja, aber hier kommen wir gar nicht weiter. Zaun! Komm ich da hin, Mensch? Geil, ich fahr jetzt den Weg weiter. Dann unten an der Hauptstraße, einfach der Hauptstraße folgen. Sind wir eigentlich gerade mitten in der Sperrzone, wo noch geballert wird? Ja. Ich wurde vorher schon aufgehoben. Okay. Kann ich mal aussteigen und mich gleich tasern? Oh, immer dasselbe. Eine du musst mich auch tasern.
Ist jetzt Blut unter mir? Bist du frisch oder nicht? Ja, passt. Okay. Ich muss auch getasert werden, ne? Ja, okay. 90%. Mein 80, 4, 6, 9. Danke. Können wir eigentlich aufstellen? Nö, können wir nicht. Okay. Konnten wir, glaube ich, auf BMW. Das hört? Ja. Wie denn 100, der Tankraub, der gerade reingekommen ist, geht an die Go-Kart-Tanke. Geht da mal hin, Mann. So, verstanden. Wir begeben uns dahin. Ich mach mal Navi, ne? Wie die 100, Ende. Ich würde jetzt einfach hier... Ja, immer rechts halten, immer weiter auf der Straße. Ja. Da sind wir schneller als überall anders. Am Marihuana rechts vorbei. Und dann auf die Haupt, also auf die Hauptnebenstraße oder was das Räume ist. Ruckelt es so? Keine Ahnung. Ich habe 42 FPS. Ich habe eine 26. Da vorne rechts bitte. Und dann immer weiter geradeaus. Ja auch? Bitte? Damen und Herren, der Polidei von Altes. Und war Nervengas, meine Fresse. Psst. 150 für die 100, komm. Psst. 150, ja. Für die 100, dann frag doch mal den Herren mit der Nachricht, warum er das geschrieben hat und wieso, weshalb, warum. Blablabla, da redet einfach mit dem, komm. So, und hier links, verstanden. Links. Wir müssen aber gleich erstmal RP führen hier mit den Leuten, die hier wieder aufgehoben werden. Bitte komm. Wie die 100 so verstanden, aber schreibt eigenständig dem Herren, das ist jetzt dein Fall, 100 Ende. Ich hab so das Gefühl, wir haben die Xören verpasst. Ja, ja, aber Burn sagt ja, wenn da irgendwas ist. Entschuldigung. Oh. Irgendwo hier müssen wir rechts gehen. Noch nicht. Weiter, weiter, weiter. Ich sag dir, wann er rechts muss. Wenn wir durch die Stadt durch sind. Leitstelle für die 170, wir übernehmen den Tankstellenraub. Komm. Hier den 100 habe ich gerade schon per Map registriert. So, komm. Und jetzt rechts. Genau. Er flüchtet. Kommen. Ja, ja, ist richtig, ist richtig. Ja, ja, ich weiß. Hier die 100 Verfolgung aufnehmen, wir versuchen mit der Caesar dran zu bleiben. Komm. In Ordnung. Ende. Er sieht frei aus. Was macht man denn? Was wolltest du jetzt gucken? Ob da jemand da ist. Ja, aber. Die können wir doch noch nicht sehen, der ist so 1,3, der ist ja hinterm Hügel, der Verarbeiter. Weißt du, das ist der falsche. Ja, das ist der falsche. Der wurde umgesetzt. Du musst weiterfahren. Links, also du musst jetzt hier auf die Straße fahren, weil jetzt können wir noch gar nichts sehen. Ja, weil der war hier und dann wurde er umgesetzt. Okay. Jetzt habe ich ihn markiert. Jetzt müssen wir gleich was sehen können. Echt, gell? Doch, woran? Ja. Dann Power-Taktik oder warte mal ab, bis die Fahrzeuge kommen? Such du aus, du bist der Schichtführer. Oh.
Rabattende. Meinst du, da kommen noch Fahrzeuge? Ja, Bund meinte ja, da kommen noch LKWs. Gut, sollen wir durchgeben, dass wir einen Huron haben? Ja. Machst du schnell oder ist nicht schnell? Ja. Die 100 für die 120 kommen. Psst. Die 100 hört. Die 120 hat einen Huron beim Coca-Verarbeiter gespottet. Frage, kommen da noch Fahrzeuge? Sollen da noch Fahrzeuge hinterherkommen? Hier die 100, da standen... Da standen? Jetzt ist Burn weg, oder was? Keine Ahnung. Ah ne, ist noch im Channel drin. Warte, ich guck mal, ob er austreibt. Nö. Psst. 120 wird die 100 kommen. 120 hört. Psst. Hier die 100, ist der Funkspruch angekommen? Komm. 120 negativ ist nicht angekommen. Psst. Hier die 100, dort stand noch Samax und ein Hammett, soweit wir das da von da oben sehen konnten. Komm. Psst, 120 hat so verstanden, bräuchten dann eine Einheit zu, als Verstärkung. Psst, hier die 100 so verstanden, eine Sekunde. Leitstelle 450, bitte kommen. Psst. 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 Der 100 hört. Psst. Folgendes, wenn ich jetzt zu dem Dispatch hinfahre, ich soll ja alleine erscheinen, dann brauche ich eine Ablösung für den Anwärter. Also, dass der Anwärter jemanden dabei hat. Psst. Hier, die 100, der Anwärter soll einfach bei dir in der Nähe bleiben und irgendwo in Pyrgos rumstolzieren. Und ein bisschen dir die Rückendeckung geben. Komm. Psst. So verstanden. Problem ist, ich komme nicht in 5 bis 10 Minuten nach Pyrgos von hier aus. Psst. Hier, die 100, dann schreiben Sie dem Herrn persönlich, dass Sie das nicht in der Zeit erreichen können, aber Ihnen extra Zeit gewährt, komm. Warum haben die Rauch geworfen? Verstanden. Maya, siehst du auch, ne? Ja. Dass die Rauch geworfen haben. Huron dran, ja. Wir kommen gar nicht nah ran, ne? Ohne dass wir gespottet werden. Von wo kommen denn eigentlich dann die Fahrzeuge? Von oben, ne? Von rechts, oder? User was moved to your channel. User was moved joined your channel. So, die zwei kommen noch zu euch. Wir können gar nicht, wir haben gerade einen Einsatz. Ja. Was für ein Einsatz? Ja, wir hatten gerade Tankstellenraub und haben jetzt den Räuber hier. Dann haben wir keine von euch. Schieb die Markeinheit ab, alles klar. Okay. Welche Streife wart ihr, Owl? Springer, 170. User was moved out hier, of your channel. Dieses Flugzeug Quilin oder wie das heißt, das steht immer noch hier. User was moved out of your channel. Psst. Die 110 für die 100 kommen. 10 hört. Psst. Hier die 100. Aufgrund, dass alle unsere Streifen derzeit belegt sind, müsste ich euch bitten, zum Kokainverarbeiter dazu zu stoßen. Komm. Hier die 110 so verstanden, machen uns auf den Weg, sobald verfügbar, komm. Psst. Die 100 soweit verstanden, ein und Ende. Buddy was moved to your channel. Sollen wir dir eben sagen, dass der den kurz einfahren soll? Ja, warte, mach ich. Wie heißt dieses Hoverflugzeug jetzt nochmal? Microphone muted. Microphone activated. Wie lange dauert das denn, Huron zu verkaufen? Nick, wir haben ein viel größeres Problem erstmal. Bitte? Wir müssen erstmal was viel Wichtigeres machen. Und zwar? Tanken. Okay, das Ding startet. Maya? Die andere Richtung, die Tank ist kürzer. Nö. Die andere Richtung, die Tank ist kürzer. Ja, aber dann können wir doch gleich die Hauptstraße. Meine ich ja, die meinte ich ja, schon gut. Für mich sah es so aus, als würde es in die andere Richtung fahren. Warum steht da ein scheiß Hummingbird? Maya, hast du gehört? Oh, wow. Ja, okay. Aber wir können leider nichts machen. Ich glaube, wir haben gerade einen anderen Einsatz. Oh, die Leute. Jeder senkt jetzt mal hier die Waffen. Vielleicht wäre es besser, wenn wir die am Drogendealer abfangen.
warten, bis die Dinge da sind. Ich meine, wir könnten es versuchen, der Huron ist jetzt alleine. Meier. Nick, der ist jetzt. Oh, der rennt von mir weg. Mit Shift H, ich hole ihn mir. Dann teil sein, notfalls. Er ist so weit weg und der These ist so scheiße. Er hat die Schusserlaubnis jetzt, ne, Nick? Warum? So. Hast du auf ihn getasert? Ja, der war zu weit weg. Jetzt wird's interessant. Gucken. Den Huron-Pilot? Negativ, der muss drin sein. Oder er ist überfallen worden. Ich sehe da keinen Pilot. Ah, ich auch nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen rein, oder? Ich hau mir einen Red Ghoul rein. Ja, Nick, ich glaube, ich habe ihn verloren. Scheiß Red Ghoul hier auf dem Server, ey. Ich bin jetzt fast dran, Meier. Wurde vom Battle Eye gekickt, muss zurückziehen. Scheiße, jetzt bin ich hier auch in einem Feld. Guck, dass ich wieder reinkomme. Aber ich sehe hier auch nichts. Komisch. Ja, nee, keine Ahnung. Ich komme wieder zurück, glaube ich. Doch, der Pilot ist da. Warte, ich rück nach. AP war guten Tag, der Herr. Sie sind vorläufig festgenommen. Ich werde ihn jetzt Handschuhe anlegen. Was wollte denn der Scheiß? Warum sind sie vor mir weggerannt? Wie lange brauchst du noch, Maya? Leitstelle 54, bitte komm. 10 Minuten. Oder soll ich ihn hochnehmen? Der ist alleine. Die Herren fordern, dass wir eine Person von darin, egal wen, an sie ausliefern. Sonst werden sie Nervengas in Pyrgos loslassen. Bitte komm. Hier die 100, dieser Forderung werden wir auf keinen Fall nachkommen. Wir liefern keinerlei Zivilisten an irgendwelche anderen Leute Nick, aus. Das grenzt an Terrorismus, kriegst, ne? Kannst du ihn ja mal fragen. Der ist jetzt das letzte Mal verarbeitet, ne? So verstanden, wie bereits gesagt, Nervengas, wir haben jetzt Pyrgos. Also, ich weiß nicht, wie wir das anders kennen sollen. Ja, Dolph, hier die 100 Funkspruch raus, wiederholen, komm. Ja. Psst, warten Sie mal, ich komme bei your channel. Alter, Amazon. Deine Limousine Sport wird von der Polizei beschlagnahmt? Ja, mach ich gerade. Achso. Hab sie ausgeparkt ohne Reifen. Ja, ich wäre jetzt auf 70 Meter an dem Rand, aber. Du musst nach eigenem Ermessen machen. Du kannst ihn hochnehmen und ich komme mit dem Hummingbird nach.
wäre ich nämlich schneller. Ich weiß, ich muss selber entscheiden, was du machst. Ah, ja. Jo, jetzt nahm ich mir draus, dann bin ich schneller da. Guten Tag, der Herr, stehen bleiben, Polizei. Sofort die Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Dankeschön. Ich werde Sie jetzt vorläufig festnehmen. War dies? Ich nehme Sie vorläufig fest. Und natürlich klappt's nicht. Ist doch Shift R, ne? Ja, hast du schon festgenommen. Hab ich? Ja, ah. Wenn es sich ergibt, hat die Hand oben. Ah, okay. So, der Herr, was machen Sie denn hier? Weiter auf dem Sauer. Ich mache Medizin für meine kranken Kinder. Okay, ja, was beinhaltet die Medizin denn? Das allgemeine Coca-Blatt. Maja, ich brauche schnell Unterstützung, das Quilin-Ding kommt oder so. Okay, ja, ich verstehe. Und haben Sie dafür denn eine Genehmigung? Ja, natürlich. Okay. 170 ich meine, ich würde ja niemals was illegal machen. Ach so, ja, das ist ja schon mal wunderbar. Hier die 100, wie sehr seid ihr gerade frei gekommen? Ja gut, ich würde sie mal ganz kurz nur ein bisschen zur Seite stellen. Hier die 100 umgehend beschleunigen. Und dann können wir das, ich führe das gehen. Wir dann können wir das ganz in Ruhe klären, sozusagen. Geld. Jetzt wird es gerade sowieso was laut. 170 verstanden. Wir machen das wahrscheinlich nicht. Boah, was ist das denn für ein dickes Ding noch? Maja? Ja? Was war das? Wo bist du? Direkt hier. Lande gerade auch. Okay, weil das Ding landet jetzt hier, ne? Nee. Nicht, dass er irgendwie eine Scheiße macht oder so. Dann kannst du eigentlich auch mal direkt fest. Warum landet der denn immer noch weiter? Jetzt wird das ja ganz schöne Action. Oh, keine Ahnung, was hier los ist. Okay, okay. Haut ab. Ah ja, okay. Oder landet er da hinten? Der landet da hinten. Maja muss aufpassen. Ich eskortiere den mal rein. Ich kann ihn nicht abstellen. Es schottet halt mein Heli. Schaffen Sie das? Ja, momentan gerade habe ich etwas Probleme mit meiner Hand-Augen-Koordination im Moment. Okay. So. So, jetzt haben wir es geschafft. Okay, der Herr. Dann würde ich vorschlagen, Sie zeigen mir oder sagen mir erstmal, wo Ihr Ausweis zu finden ist. Einsatz hochgestuft. Ich habe euch jetzt alle mit Gasmasken ausgerüstet. Wir gehen jetzt die Terroristen da alle hochnehmen. Wir liefern denen kein Rimmler und wenn sie kein Geld wollen, müssen wir das okay, halt danke. Lösen. Ah ja, Herr Schlüpfer, also okay. Alle im Channel sammeln, 100 N. Gut, können Sie das denn quasi mit Dokumenten bestätigen, die, dass sie eine Genehmigung da haben? Haben sie irgendwo Dokumente dafür? Die habe ich nicht dabei, nee. Aber okay. Ich könnte sonst mal gucken, vielleicht habe ich noch was im Heli liegen. Dann müssten sie mir sagen, in welcher Tasche sich die Schlüssel befinden. Warte, wie können sich die denn...
Wie könnte ich Ihnen dann die Dokumente geben? Wow. Ich muss nachdenken. Mikrofon. Was ist los, Meier? Scheiß Taser hat nicht funktioniert, er hat mich getötet. Ich habe eine Verarbeitungslizenz, falls Sie die sehen wollen. Ja, einen Moment, ich guck mal in dem Heli. Ich bin unterwegs zu dir, von Richtung Kavala. Okay. Ich schieße aber scharf, ne? Ja, mach das. Jetzt kommen hier... Oh. Wirklich? Hier kommen jetzt Hemmets und Zemex an. Wir rufen mal bitte schnell um Verstärkung. User joined your channel. Ja, scheiße, wir brauchen dringend Verstärkung. Wir haben absolut keine Kapazität. Jetzt ist auf Pyrgos zum Großeinsatz hochgestuft. Ja, gut, dann gehen wir halt hier drauf jetzt. Was ist denn bei euch da? Wir holen euch raus. Die Dust ist, ich habe einen festgenommen alleine, dann kam einer mit diesem anderen Flugzeug und hat Maya erschossen, der auch zurückgekommen ist, weil er Battle Eye Kick hatte und ja. Du stehst am Puck-Up, arbeite noch unter Feuer. Ja. Dann helfen wir euch jetzt aus der Patsche. Heißt Dingern wieder umgebracht. Ich bin Guni. Ah, ich sehe ihn. User left your channel. Ach man, jetzt haben sich... Ja, okay, er haut ab mit dem Huron. User joined your channel. User was moved to your channel. So, wir zwei helfen euch. Ja gut, der Typ, den ich festgenommen habe, ist natürlich in der Zwischenzeit, wo ich mich sichern wollte, abgehauen mit dem Huron. Obwohl ich ihn festgenommen hatte. Ich weiß nicht, wann lösen sich die Fesseln denn? Keine Ahnung. Bei den Cops erstmal gar nicht, solange der nicht tot ist. Ja, also was ein Bug Use? Oder du bist halt viel zu weit weg gewesen. Was ist viel zu weit? Ich glaube, ob 100 Meter. Nee, ich war 32 Meter weg. Und da war Rucksack, kein... Weil du deinen Rucksack gechippelt, gebackt hast, kann ich jetzt meinen Rucksack nicht reinschmeißen. So dumm, Guni, ohne Scheiß. Ich habe hier noch einen Sniper. Ja, ihr müsst landen, anders kommen wir nicht raus. Ja, hatte ich eh vor. Wenn mich tötest, rast du aus. Ach, roll nicht oder so rum. Du verlierst doch eh nie was. Wie viel kostet das? Das mag sein, trotzdem will ich nicht alle. Trotzdem will ich ja, nicht. Ich bin unter Beschuss. Kostet 900k. Und sie ist versichert, also der macht erstens sagen gar nichts. Sie will trotzdem nicht sterben. Wow, deine hässliche Kack-Chessner da. Es geht nicht um die Chessner, sondern darum, dass Dolph das gleich verreckt. Ja und? Dolph ist eh unwichtig. Oh, also, halt die Fresse. Da siehst du, wie das Führungsmitglied über dich spricht, Dolph. Halt die Fresse und mach endlich was für dein Geld. Ich kann sagen, das trifft ziemlich gut. Was für ein Geld? Dann hier links, nicht so nah ran. Hier kann auf dem Berg. Jo, ja. Irgendwo. Ich brauche ein bisschen dringend Unterstützung. Wir sind dabei, aber wenn er das Ding halt mal gelandet bekommt... Wie könnt ihr denn mit der Cessna, verdammte Scheiße? Gleich wieder. Buddy left your channel. RIP. Das ist extrem hügelig. Das wird nicht funktionieren hier. Bieg mal direkt geradeaus an den Berg. Direkt geradeaus und vor uns. Auf der anderen Seite des Weges. Da. Das sieht doch recht eben aus. Ja, irgendwie. Der Hügel da. Wenn nicht, steht dann wieder den. Weiter oben. Wenn wir den Berg hochschlittern, fliegen wir sogar extrem an Geschwindigkeit. Pass auf die Steine auf. Mein Gott.
Ja, ich habe schon viele asoziale Landemanöver mit der gemacht, gell? Aber so. Hier unter uns wäre es gewesen. Er ist gegangen. Ja, wir sind schon wieder 1 Kilometer weg. So weit können wir nicht fliegen. Können nicht zum Zementverarbeiter. Wir haben einfach nicht die Kapazität dazu. Wir sind sowas von ausgelastet. In allen Punkten. User left your channel. Nein, 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 nein. Jetzt ist ein Heli über mir. Ah, gelandet. Leute. Wir kommen. Das ist ein Medic. Und der Quilling kommt wieder. User joined your channel. Maya, lässt du dich vom Medic aufstellen? Oh, wir sind gelandet. Maya. Ist Maya nicht mehr da? Nein, hat gesagt, gleich wieder da. Mich würde jetzt interessieren, ob er sich vom Medic aufstellen lässt. Oder ob ich den Typ getroffen habe. Rechts ist eine Xian, die uns 100 pro gesehen hat. Ja, die gehören zu. Ja, die Xian ist von dem, dann kann ich rauskommen. Dann ist er abgehauen. Und wir müssen dich jetzt mitnehmen, oder wie? Maya hat seinen Heli hier, den kann ich knacken. Also können wir wieder los, oder was? Oh ja. Ja, da ist auch Maya jetzt gerade wieder aufgestellt worden. Ja, okay, dann komm. Go, Burn. Wir haben weiter Einsätze. Ja. Und du müsstest gleich deinen Rucksack reinlegen können. Aber vorher müssten wir die Chestnut. Buddy joined your channel. Ich schieße rein noch im Laufe? Nein. Gut, dann muss ich nicht mit Medic mit. Ist jetzt bei dir noch einer drin? Warte, Alter, bei mir ist es gerade. Dein Charakter ist voll verbuggt bei mir. Bei mir auch. Jetzt nicht mehr, gell? Ja. Jetzt wieder. Jetzt wieder, ja. Jetzt auch wieder? Kein Plan, beeil dich. Guck auf die Map, guck schon, wo die Einheiten sind. Also das sind die beiden von der Dust übrigens. Gut. Dann musst du einmal repairen, ich hab nix. Ich hab auch nix. Alter. Ja, ich hab's am Airfield verbraucht. Müsste es aber noch eins gehabt haben. Wir fliegen bei denen im Hubschrauber mit, wir kriegen die eh nicht hier weg. Klar, kriegen wir die weg. Maya? Ja? Wer hat dich beschossen? Erschossen? Von Dust eine. Ja. Du kannst es nicht. Welcher? Du kannst da niemanden auf die Warnungsliste schreiben. Ja, ich habe überlebt. Du ja, woher hast du deren Namen? Der eine hat mir seinen Ausweis gegeben. Ich hatte den ja festgenommen. Den draufschreiben. Ja, mach ich auch. Ich kann dir nachgucken, wer mich getötet hat. Das kannst du nicht verwenden. Darfst Hubert du nicht. Dockel? Ja klar, aber dann weiß er, wer. Das sind ja nur zwei Dust Open Sau. Genau, dann weiß ich, welcher andere. Hat. Okay, also habe ich. Also ja. Guni, runter. Paul Schlüpfer. Was kommt da jetzt? Achso, das ist Medic oder was, ne? Der startet. Ja. Wir kommen jetzt zu euch. Ich bin gerade so. Weg. Ja, ihr müsstet uns dann halt einmal einsammeln. Maya, nicht abheben. Ich mach grad die Liste. Mach's eben im Heli. Ja. Seid ihr gerippt? Ja, die Chessner, wir mussten ja landen, um Dolph rauszuholen. Und das Problem ist, das ist hier mehr Hügel wie sonst was. Und dann war da 30 Meter reichen. Hä? 30 Meter rein. Ja, toll, wenn aber rauf und wenn aber alle 10 Meter steigen. Dann vertraue ich mal aufs. Mein Gott, meinst du, wir haben nicht versucht zu landen? Läuft nicht zu landen, uns versprochen, immer? Ja. Obwohl, sollen wir die nicht abschleppen oder so? Abschleppen, fertig. Ja, abschleppen. Ich schlepp sie schnell ab. Die Jungs müssen ja nur 500 Meter rennen. Ich hol die schnell. Ich brauche mir zu.
Jo, ich war zwar fast bei euch. Du landest jetzt nicht für mich und für Burn, oder? Doch, macht er. Er landet für dich, weil ich direkt hinter dir bin. Es könnte gleich lustig werden, weil der Sprit fast gleich. Geil. Wie Meier, mit sowas Kommissar. Mit so einer Aussage. Ja. Soll ich noch einen Container, einen Kanister reinhauen? Hast du einen dabei? Alter, ziemlich verarschen. Du solltest eigentlich immer einen dabei haben. Genau, wie gesagt, wären dabei. Das überleben wir jetzt bis zum Erhaku. Zum Erhaku reicht es nicht. Dann, Dolf, gib ihn rein. Ja, ich bin. Ich hab grad Ultralex. Oh nein, 4 FPS. Nee, ich hab sowieso keine Equip. Ich bin sowieso gestorben. Naja. Sondor? Nein, ich hab 5 FPS Bug jetzt gerade. So, ich fülle auf. Auch, du kannst eigentlich aufhören und einsteigen. Meiner ist drin. Bin ich jetzt drauf? Mhm. Oh. Oh, was macht man gegen den 5 FPS Bug? Escape und dann in die Grafik. User left your channel. Auflösung ändern. Wenn das nichts hilft, dann musst du disconnecten und neu connecten. Das gerade habe ich gar nichts. Warum wollt ihr eigentlich bis zum Erhaku? Weil wir einen Chestnut brauchen. Warum könnt ihr nicht so starten wie Thompson? Im Kavala-Akku? Wenn du mir die Rechte dafür gibst, kann ich das. Wow. You were moved. Buddy Hallo? Was moved to your channel. Perfekt. Was moved to habt your ihr Benzinkanister dabei? Doch, Jungs, die Kavallerie ist da. Wir spielen jetzt 9-4. Habt ihr Benzinkanister dabei? Ja, wir brauchen unbedingt Hilfe. Das sind. Ja, wir sind da. Wir konnten halt nicht aufgrund der Auftragslage. Wir haben Benzin. Wir haben hier gerade einen dabei im Heli. User left your channel. Haben wir einen SVD, Jungs? Was sind Agios? Burn, ich muss alle 4 machen. Ich komme gar nicht mehr raus. Und ich habe einen Gefangenen dabei, wo ich ins Gefängnis bringen muss. Weil der Kollege nicht. Jungs, Ruhe. Hat jemand so SVDs? SVDs, U-Boote. Ja. User joined your channel. Was habt ihr denn für eine Scheiße am Start? EHQ. Wir fahren eigenständig, Meier. Dann im kannst Pürgers du Achse holen. Am Polizeiakku im Pürgers sind wir. Ich hab einen Gefangenen im Auto, das ist das Problem. Wir kommen. Nicht ja, so viel durcheinander, Axel. Ich hab das schon registriert. Also, okay, ja, sorry. Der Helikopter kommt gleich, aber er setzt uns erst ab. Wir packen am Panzer das Zeugs aus und dann holt Meier dich und ihn ab und die beiden knasten ihn zusammen ein. Fertig. Okay. Ihre beiden Helikopter sind hier. Mit markieren. Mindestens 5 Mann. Ich weiß nicht genau, wo die sind. Die sind einfach nur rechts und links vom Polizeigelände. Wow. Und was ist da jetzt genau? Machen die RP, haben also. Einen Gaskanister in dem Offroader und die wollen jemanden von der RIM haben. Welches Haku? Ja, easy, dann liefern wir das. Okay. Ich hab mich geweigert, einen Rimmler zu geben, weil wir so solchen Terrorismus auf keinen Fall unterstützen, auch egal, wen wir denn erbringen sollen. Burn, soll ich da einfach spawnen? Your ja, ist es okay? Spawn. Haku. Haku. Ja. Okay. Und da haben wir den Geld angeboten. Geld wollen sie auch nicht. Bis eine Mille hätte ich gesagt, können sie haben einfach. Wollen sie auch nicht. Also stürmen wir das Ding jetzt. Ich habe euch im RP allen Gasmasken jetzt gegeben. Ich hab schon Dings. Also, ich kann da niemand aber was. Ist es nicht Nervengas, was du da hast? Wir müssen es ja trotzdem einatmen, oder? Ja. Um was geht's halt? Ich bin Kamala, wo soll ich hin? Umspawnen, Polizei. Umspawnen. Ja, hier fehlt. So, wir brauchen. Zivildings brauchen wir dafür. Jungs, RP, sag mal kurz leise. Dann mutet. Uff, ganz alles vor Ort, wo ist der Rest? Ul, was hast du da vor Ort für ein Fahrzeug? Limousine. Komm zurück ins RQ. Wir brauchen Zivil. Weiß User Meier. Joined your channel. Hallo. Meier? Ich bin wieder da. Meier? Kann mich jetzt mal eine hier ausmoven, Alter. Meier. Ist zu laut. Ja. Gib den Vollmute, fertig. Kann ich nicht. Ich hab den Shortcut für Mute nicht. Also, muss nicht eben raus. User was moved Meier. Out of your channel. Ja. Du gehst zu Schweiß und holst ihn ab. Ich bin im RHQ wieder. So, Guni, du stellst gepanzert das Zeug bereit.
Was alles? Mindestens zwei gepanzerte Fahrzeuge. Jungs, die wollen. Rider Hunter. Die wollen 2,8 Millionen haben. Versuch runter zu handeln. Wir machen uns bereit und stürmen das Gebiet an. Ja. Zöger, solange es geht, wir beeilen uns. Los, alle an die Wand. Mit der Schweißhähnchen hier ist. Wir werden alle von Burn erschossen, was für eine Ehre. Ja, ich wusste, dass so eine Scheiße jetzt wieder kommt. Ach komm schon. Ein bisschen Spaß muss sein. So, Maya? Ja? Move euch beide raus, ihr knastet den jetzt erst ein. Jo. User was moved out of your channel. Maya, wusste. Buddy was moved out of your channel. User was moved to your channel. Jetzt nur noch das Wichtigste hier. Vielleicht schaffe ich's. Wer ist der Typ ohne Waffe hier? Rucksack. Ist im Rucksack. 2 Millionen wollen die jetzt haben. Negativ, zu viel. Weniger kann er nicht nehmen, hat er gesagt. Ja. So, Schlüssel rumgeben. Dann verhandeln einfach verhandeln und einfach rauszögern. Rauszögern, ja. Red einen mit denen. Nur quatschen. Erzähl was vom Wetter, wir kommen da gleich rein, du haust einfach ab. Und wir schreiben dir eine Nachricht, dass wir uns Gasmasken ausgerottet haben und das Gebiet jetzt stürmen werden. Nein, das schreibst du aber bitte erst kurz vor der Ankunft. Ja, erst wenn der Gonzale draußen ist. Sonst ist nämlich Gonzale tot. Ist uns bewusst, das ist nicht der erste Einsatz. Ich? Nein, es gab schon ein paar davor. Also nur wieso hast du keine Weste? Was? Ich hab eine Standardweste. Ich hab eine an. Nicht der andere, der hier. Das ist Paolo. Nimm mal noch bitte die Masken ab. Ja, nimm mal das Tuch nervt da ab. Das nervt übelst, das könnt ihr im Auto alles anziehen. Ihr braucht eigentlich gar keine Masken. Ist ja, eigentlich ich hab gar keine. Das ist aber RP-technisch. 5. Ein Polizist. Gunni, wie sieht's aus? Was machst du? Jetzt ich hab mir gerade noch ein paar Magazine holen müssen. Tut mir leid. So, Meva, hier in den. Meva, hier rein. Wer ist der nächsthöchste? Anwärter, Anwärter, super. Ich hab gedacht, 15 Ol. Minuten haben wir noch. Ich? Ol, du gehst noch in den anderen. Ol, den anderen. Anderen. Achso, der ist, okay, gut. Paolo, du auch. Pass auf, Jungs. So, ich fahr den hier. 5 Leute stehen genau vor mir. 4. Das sind alle von denen. Ich komm gleich zu dir, Böhm. Nein, insgesamt sind 6. Einer hat keinen Clan-Tag von denen vor seinem Namen, aber der hat... Das ist später. Wir machen jetzt erstmal mit denen das App hier mit. Boom. Was später ran schlecht war, können wir noch einen Report klären. Huch. So, ab nach Pyrgos, Vollgas. Wir müssen nochmal tanken. Könnt ihr alles unterwegs machen. Kurz vor Pyrgos machen. Vollgas. Normal halten die Dinger ewig. Ja, der schluckt echt wenig Sprit. Und hat einen extrem großen Tank. Und was kommt ihr? Wir kommen mit 2 Stridern A3 Mann. Also du kriegst jetzt 6 Mann, die das Gebiet gleich da überrennen. Aber wie gesagt, 5 Leute sind bei mir genau vor Schnauze. Das sind alle. Ja, das die ist sind alle bei mir. Der sind das. Die sind alle vor mir. Ja, du sagst ihnen gleich einfach, dass die Verhandlungen soweit gescheitert sind. Gestiegen. Dann werden wir gucken, was die mit mir machen. Also mit dir machen. Also die dürfen dich abknallen. Also das ist nicht regelwidrig. Ja, insgesamt. Es ist nur absolut Leute unehrenhaft. Hier. Die Leute sind hier, 2 Personen fliegen jetzt mit dem Heli weg. Redest du noch mit denen? Nee, gerade nicht. Ich habe gerade gesagt, ich funke gerade mit dem Bürgermeister. Ich mach schon mal die Sperrzone bereit. Jupp. 3 Leute sitzen im Heli, wir wachen auch stark. Und 3 sind bei mir vor mir. Das ist nicht nur Safe Zone eigentlich? Dürfen die da drin eigentlich was machen? Müssen die nicht Stadtangriff? Nee, Polizei ist ein Safe Zone. Ja, aber Pyrgos an sich ist ja aber ein Safe Zone. Aber das ist doch eigentlich ein HQ-Angriff, was die hier machen. Ja. An sich schon. Wir gehen einfach drauf ein. Das hat jemand von uns dort. Ich würde sagen, wir können daran jetzt rumheulen. Es ist nichts passiert. Das Gebiet näher Pyrgos Polizei HQ ist in einem Radius von 1,5 Kilometer eine Sperrzone. Also mach ganz Pyrgos dicht. Ja. So, die fliegen wir jetzt gehen einfach darauf ein. Ich wüsste nicht, was sie daran jetzt rumheulen sollten. War ja niemand dort von uns. Also ich. Hey Jungs. Ich schreibe noch ja. Da. Was ist? Die fliegen gerade Richtung Bootsender. Ja, dann ist da auch keine Selbstsonne mehr. Sollten die wissen. Ist noch jemand bei dir? Ganz alle. Er ist gerade gemutet. Das sehe ich, dass er muted ist. Was ist? Ist da noch jemand vor dir? 2 Leute. Und die anderen 3 sind abgehauen? Ja. Gut.
dann kannst du jetzt schon mal langsam damit anfangen, dass die Wanderungen so weit gescheitert sind. Wir sind aber noch 1,9 Kilometer weit weg. Und sag, dass du jetzt dich zurückziehst. Einer hat, du hast die Sperrzone bereit? Ja, ich habe die Sperrzone bereit. Schreib rein, dass die Leute, die Zivilisten, die dort in der Nähe sind, unverzüglich eine Gasmaske finden oder aufsuchen müssen oder sowas. Ja. Irgendwas, weil dort halt, wenn der jetzt Gas austritt. Da ist dort zu. Ein Kilometer, Paul. Wir sind unter den 1000 Metern. 900. Jungs, ihr wurdet gespottet. Ich weiß, wir greifen noch an. Oh, ja. Du ziehst dich jetzt zurück. So, ich sag das jetzt zu denen, ja, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Was heißt, ich zieh mich zurück? Ja, du sagst einfach, dass die Verhandlungen gescheitert sind, dass du dich jetzt zurückziehst, dann haust einfach ab. Ganz alles meint er. Oh, okay. Ganz alle, gut. Wir fahren direkt hin. So direkt? Weit. Ja, du rennst weg jetzt. Ich hab dir extra gecallt, wann wir da sind, dass du das abstimmen kannst. Ja. Ganz Halle, du bist immer noch fort. Ich bin weggerannt. Sperrmeldung muss raus. Ja. Der hat der Commander Smokes. Ja. Lauf, ja. Feuer. Ja, ist raus. Einer ist im Haus von uns. Hintereingang. Jungs, ihr geht an den Hintereingang. Okay. Der läuft. Ja, komm hinterher. So, wir gehen da jetzt ins Haus. Abschießen. Ja, raus. Wir schießen. Ja. Ah, dann. Oh, ich bin tot. Scheiße, das war ich. Ich hab dich durch den Rauch nicht gesehen. Sorry. Hexagon. Ja, du warst nackt. Einer ist dann noch Richtung Westen an den Strand gelaufen. Bei mir warst du nackt, sorry. Ich hab extra noch im Haku gefragt, ob ich alles anhab. Christe ersetzt, sorry. Ganz alle lebt? Ja, ich bin dort. Wir hättest viel früher abhauen müssen. Ja, wir gehen nochmal ins Zweite dran. Ich hab denen gesagt, dass die Verhandlungen gescheitert sind. Fahr du. Dann haben die Waffen auf mich gezogen und ich hab sie getasert. Und dann bin ich abgehauen, also. Ne, ist soweit gut, aber das gibt garantiert wieder einen Support, weil wir Cops keinen RP machen. Wow. Aber, ja, wow. Jetzt hör auf dich, jetzt darüber aufzuregen. Ich weiß nicht, dass es soweit kommt. Sein. Wir haben nichts falsch gemacht. Eben. Ich spotte gerade im Third Person Richtung Kavalama. Ich spotte hier rum. Dolph, du lebst noch? Ja, ich bin hier bei der einen Leiche. Wie sieht die zweite Besatzung aus? Alle dreimal noch da? Ja. Gut, haben wir eine Festnahme? Sportlimo? Haben wir eine Festnahme? Nein. Stand da jetzt irgendwas mit den Gasmasken im Dispatch? Nein, ich habe geschrieben, dass da Gas austritt. Das reicht ja. Der silberne Offroader ist das, mit dem Gas drauf. Ich bin hier an den Helis von denen, aber hier ist nichts mehr. Schieß mal auf, bitte, den Strider. Ich komm von hinten ran. Wem redest du? Mit den Strider, die gerade noch rumfallen. Nee, sowohl mit mir. Ich glaube, da ist weggeschwommen, da. Wann fährst du hier hinten rum? Ja. Alter. Dann lass mich mal gleich wieder einsteigen. Ja, da ist ein Wasser, siehst du denn? Will mal jemand den Support auschecken? Ja, im Wasser ist er, ne? Warte, ich park da gleich in den Auschecken. Wir schießen den ab, okay? Okay. Ja. Wo im Wasser? Ah, fuck. Nee, da. Er ist untergetaucht? Ja, der taucht gerade wieder. Wo? Ja, eure Namen, nicht. Jungs, das ist nicht so schwer. Oh, Mann, Mee war halt. Man kann ab und zu die Stimmen einfach nicht zuordnen. Wir kommen. Wo im Wasser? Ich fahre mit dem Strider hin. Nee, wir brauchen keinen Namen. Hab den. Scheiße. Was machst du denn? Mal hinfahren. Für was? Babyfahrzeug. Sag mir mal, wo er ist. Ich kann spotten, wo er ist. Dann weiß der genau, wo er ist. Ich weiß auch, wo der ist. Ja, wo ist er denn? Sag's mir doch, ich frag dich dort die ganze Zeit. Rechts. Rechts von dir. Wie weit rechts? Wie weit im Wasser? Ja, jetzt genau vor dir. Ah, da vorne. Jo, kannst du erschießen? Erschießen? Jetzt. Du ziehst zu niedrig. Ich sehe den noch nicht. Ach, da ist er.
What? Ja. Hast du. Waren das jetzt alle? Nein. Nein, waren es nicht. Ich würde sagen, fürs Erste gut geregelt, bis jetzt. Wir wollten halt instant 2,8 Millionen haben. Das ist viel zu viel. Haben sie sich überhaupt nicht mit sich verhandeln lassen? Nee, sind auf 2 Millionen runtergegangen, aber dann mehr auch nicht. Na, ist immer noch zu viel. Mit der Mille hätte ich die noch glatt mitgegeben. Ah, hier ist aber auch irgendwie keiner mehr, habe ich das Gefühl. Ein Rebellen hier mit dunkelgrüner Camo. Ist nicht illegal. Nein, nicht illegal. Nicht illegal, aber da sind welche von denen drin. Wo? Wo ist er? Ich hab gesagt, wenn ihr so ein Heli kommt, so, und hier die zwei, sind die illegal? Die gehören auch. Nee, es gibt keine illegalen, haben wir gehört. Okay. Wenn es dort illegal ist, ist Hunter, Hellcat, Strider, Eve. Okay, ja. Buddy joined your channel. Brauchst du noch Verstärkung? Nein, aber kannst du bitte kurz in den Support lunzen, den TS, ob da die... Da ist keiner. Nein, ist keiner. Ich guck die ganze Zeit rein. Buddy left your channel. Ja, dann würde ich sagen, wir campen ihn auf 5 Minuten, bis die Sperrzone abgelaufen ist. Ja, dann mache ich mich gleich schon mal bereit, den Offroader hinten aufzuknallen. Ja, wir müssen dann tatsächlich noch bis Restart warten. Warum? Ja, eigentlich schon, wir brauchen gar nichts mehr machen, außer wegen hier campen. Wegen der Viertelstunde. Naja, gehe ich wie aufs Dach. Ach. Ihr habt selbst Schlüssel von mir, das könnt ihr noch rumcruisen. Das würde ich dem Kollegen, den ich, wen hab ich denn jetzt eben erwischt? Ich. Wer ist mich? Wolf. Das ist so schlimm hier, das ist so schlimm vertreten, sei mal ich oder mich. Oder bei mir, wer weiß nie, wo er gemeint ist. Ich will noch ein bisschen mit dir rumballern, ne? Kommt Jungs, wir machen jetzt einmal ein Last Man Standing. Ich finde die Hupe von Strider so witzig. Ne? Oh, Baum. Wer sitzt denn bei mir mit uns Strider? Ich sitze an der Tankstelle, dann bin ich es. Ja, willst du noch tanken? Willst du dein Tankenspiel aufwenden? Hast du keinen Bock zu bezahlen? Ja. Warte, wer ist jetzt bei mir drin, Rod? Also bei mir? All. Zeug tanken. Kannst du mal kurz fahren, bitte? Nichts. Bitte? So fahren. Kannst du mal kurz fahren, ja. Das ist eine Sperrzone, der Medic kommt. Oh, sorry, danke. Wollt noch mal eine Sperrzone raus? Dann mach ich auch. Wer schießt? Schießt er von euch gerade? Ich schieß auf den Medic. Ja, aber es war auch die Sperrzone draußen, also. Ja, die war draußen, hab ich gesehen. Ich hab aus Versehen auf Dings hier geklickt. Rufen. Als dort zu Gaslake kommt. Gut gedeutscht. Ja, Alter. Ihr habt mich gestresst. Okay, ist getankt. Ich sollte irgendwas mit Gas schreiben. Ja, ist doch jetzt okay, mein Gott. Das ist ganz groß, einfach nur geschrieben Gas. Gas, genau. Und dann wenn ich dich im Support anfange, warum du Gas leck geschrieben hast, nicht, dass die Nervengas zünden, dann sagst du einfach, wir wollten die Zivilbevölkerung nicht beunruhigen. Wegen Terroristen. Und wenn ich nur geschrieben hätte, Strider ist getankt, wie auch immer. Dort jetzt. Gas. Oder einfach nur Gas reingeschrieben hätte, wäre gekommen. Sie sind ganz schön rassistisch. Ja, aber auch uns Strider gerade massive Lags. Außerdem, der Strider, wenn es der Fennec ist, ist er sowieso gegen ABC-Sachen dicht. Generell. Mhm. Wisst ihr nicht, ob die SVD, wenn man die Luken dicht macht, ob dann da auch Leute drin mitfahren können? Ohne nicht, das ist nicht dicht. Luft, da nee, das ist nicht dicht, da ist Wasser drin. Wer seufzt? Elendig. Ja, wirklich elendig. Ich sehe gerade, dass die im Warteraum für Zivis sind. Bei uns unten. Warteraum für Zivs? Bei uns? Ja. Das ist die. Ja, Putin, Guni, wollen wir mal runtergehen? Komm, Guni, wir gehen runter. Oder von mir aus geht User was moved out of your channel.
Ich glaube, es war irgendwie ein Fehler, dass ich die einfach so getasert habe. Aber bleib mal noch stehen, wir tanken noch mal kurz auf. Nein, weil ich habe zu denen gesagt, dass die Verhandlungen gescheitert sind und dass meine Kollegen jetzt kommen, ne? Also, dass wir die Zukunft machen. Ja, und haben dann die Waffen hochgenommen zu mir in meine Richtung und da habe ich die getasert. Ich habe mich dann verpisst. Man die sehen, die lagen und du rennst. Eigentlich hätte ich das auch eher easy killen können, dass ich nochmal festnehme dann. Oh, das wäre scheiße gewesen. Im Großen und Ganzen wusstest du ja nicht, wo die anderen noch sitzen. Ne? Ich wusste es ja echt nicht. Ich wusste echt nicht, ob da noch wer war. Wie ihr sagt, genau, ist ja aus dem Haus noch, was hier rennt. Ja, hovert die ganze Zeit der Medic, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Soll mich mal wiederbeleben. Vor Reset wird das, glaube ich, nicht mehr sagen. Ach, hör auf, komm. Da runterkommen. Nee, wir müssen warten. Bis Reset. Kannst du glauben, dass jetzt schon 23 Uhr ist, Alter? 24. Ja, theoretisch ja, dann gebe ich dir das Geld und dann kannst du wieder dich ausloggen. Du brauchst mir kein Geld. Natürlich, das war ja mein Fehler. Aber du kannst nichts anderes sagen, als dass du als wenn du als Kopf spielst, am besten verdienst irgendwie. Muss ja auch. Es gibt ja teilweise Tage, wo du vielleicht mal, also wenn du den ganzen Tag spielen solltest, dann wirst du 6, 7, 8 mal weggeschossen. Mhm. Und ja, noch sind die Ausrüstung ja nicht so teuer, ne? Ja. Weil ich jetzt gerade schon so ist. Da. Bist du als Kommandant drin hier, mein Beifahrer? Ja, nee, ich bin bei Aldrin, sorry. Einer ist noch bei mir dann. Ja, ja, ich bin bei dir drin. Warte, ich bin gerade rausgetappt, deshalb. Nein, bin ich nicht. Okay, warte, steig mal aus. Ja, und smoke mal. Smoke mal? Warte. Es wäre so cool, wenn die Bank auf der Insel wäre. Oh ja, das war früher viel cooler. Dann immer schön die, Taucher-Trupps gehabt, ey. Naja. War Anfangszeiten von Altes, ey, war doch cool. Wenn ich an die Zeit denke, wird mir schlecht. Ey, das war am coolsten. Ja. Da konnte man auch auf jeden Server mit einer Ghost Dog spielen. Also als Bulle. Macht er. Der will reisen. Mach doch mal eine Schwester noch. Die sind echt, Der hat eine Gasmaske auf. Was ist denn los, Herr Officer? Zum Austreten mit dem. Also, fährt ein Boot. Hallo, guten Tag. Er fährt ein Boot. Jetzt Jungs. Ist er drin. Der hat sich echt reingesetzt. Jungs, das ist schon so. Guten Tag, Herr. Gute. Naja. Ihr habt einen Kollegen, der verwundert. Hinterher! Ich sag nix. Die haben den doch hinter den, Rausgelassen, ne? Gute. Ihr habt einen Verletzten hier. Wen? Das Boot will ihr halten. Ja, das haben wir, aber momentan ist das ja noch Sperrzone. Was will der hier machen? Denn eine Waffe hinten drauf? Gut, ich war ja fast einen Kilometer weg. Aber jetzt gerade sind sie in der Hotzone und die haben Nervengas eingesetzt. Ja, wir haben Gasmasken auf, der. Okay.
Ja, mein Bandera. Mikrofon muted. Das ist ja, Atemschutzmaske. John Silver. Okay. Ja, wir können sie. Wir müssen gerade hier mal gucken, was hier los ist. Ich glaube, sie können direkt gleich jetzt arbeiten. Kein Thema. Sie wissen, dass es hier eine Sperrzone gerade ist. Haben Sie denn da auch eine... Ach, der Owl. Momentan nicht, aber ich habe... Und der Mail war auch dabei. Das ist Mail. Der Mewa hier vorne, drin? Ja, doch schon, dass es Mewa ist. Wir dachten erst, dass wir auf sie schießen sollen. Aber, machen Sie überhaupt hier? Ich war gerade fischen. Fischen? Ja gut. Warum fischen Sie denn an einer Sperrzone? Dann geht doch mal eben in einer Sperrzone. Wo soll ich denn sonst mein Boot einparken? Ich weiß nicht, in Kavala gibt es schöne Fischerorte. Ah, Jungs, soll ich den Medic an die Leute ranlassen? Ja, lass aber, ihn. Ich war hier gerade in der Nähe, also das war das, Medic, ich lass jetzt mal die Leute wo ich anlanden konnte. Neoholi wäre ja auch ein Boot. Ja. Bootgarage. Dann, wie heißt das? Ja, aber wenn sie mir sagen, wo ich hin muss. Wo der denn ist. Ja, gut. Haben sie mal echt ein großes Glück gehabt, dass wir nicht so viel geschossen haben, wo wir sie gesehen haben. Wo sie dachten, okay. Da ist einer. Oh. Der ist nackt. Waga? Ja. Wo liegst du? Bin schon respawned. Wow, Waga. Nee, ihr habt gesagt, es wird davor nicht, also. Ja, der Medic ist jetzt gerade da. So, der steht im Haus. Aber der ist gerade am Vernehmen. Warten Sie bitte. Wer, glaube ich, besser? Weil gleich ist Sonnenfinsternis. Burn. Das ist meiner. Hoch die Hände, Wochenende. Alles klar, tschüss. Tschüss. Ja, gleichfalls. Genau.